Der feinste, der allerbegehrteste und liebste. Es ist Dr. Auge in Wobblies Life mit eingefügt worden. Leute, wie nice ist das? Ha? Wie nice ist es, dass Dr. Auge einfach eingefügt wurde? Es ist zu wild. Das einzige Problem ist, wir können ihn natürlich, es ist kein Problem, aber wir können ihn auch in anderen Farben holen. Das heißt also, wir können hier die guten alten Farben einstellen, die wir benötigen. Ich könnte mir auch in meiner Lieblingsfarbe Dr. Auge holen. Einfach in Lila. Sieht auch sehr interessant aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in Klassisch. Ja, in Klassisch gefällt er mir am besten. Was würdet ihr sagen, Leute? Dr. Auge, in welcher Farbe würdet ihr euch Dr. Auge holen, wenn ihr euch eine Farbe aussuchen könnt? Es gibt hier schon mehrere Möglichkeiten, wenn man da sieht, so blau. Man kann ihn in grün, aber ich finde, da sieht nichts gut aus, außer schwarz. Oder vielleicht so orange vielleicht noch. Yo, Robin, vielen lieben Dank für dein Mitglied. Leute, in welcher Farbe würdet ihr euch Dr. Auge holen? Grün, blau, in normal, klassisch. Dr. Auge in normal, der Klassiker, original in schwarz-grün. Genauso so sehe ich das auch, ja. Ich sehe auch den klassischen Dr. Auge weit vorne. Ich bin da ganz mit euch. Vielen lieben Dank, Leo. Da kommt noch ein kleiner Sub mit rein. Da fliegt er weg. Den Chat gleich mit hoch. Gut. Ich bin nämlich auch dafür. Leute, ich bin ganz mit euch. Dr. Auge muss einfach in Schwarz-Grün gekauft werden, ne? Das bedeutet allerdings auch, dass wir Geld sparen müssen. Weil, wie ihr wisst, ist euer Roman Romanski ein bisschen broke am Start. Wir haben 96 Dollaronis und wir brauchen 1000. 1000. Deswegen werden wir uns heute damit beschäftigen müssen. Ganz, ganz klare Sache. Es gibt auch noch ein bisschen günstigere Haustiere. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Ich glaube, so ein Pinguin für 750 Dollar ist schon eine coole Sache, wenn man Pinguin-Fan ist. Aber for real, wir brauchen Dr. Auge. Ich brauche mal mein eigenes Haustier, okay? Das ist einfach von den Arizoo Studios in Wobblies Life mit eingebaut worden. Und ich habe ihn nicht mal. Deswegen, Leute, müssen wir uns jetzt, checken wir mal unseren Bank-Account. 96 glatte Münzen, ne? Reicht natürlich nicht aus. Nicht mal ein Zehntel haben wir. Deswegen müssen wir uns mal auf den Weg machen hier mit unserem Kario. Manny TV, vielen lieben Dank, dass du Mitglied geworden bist. Danke euch, dass ihr Mitglied werdet. Wir versuchen auf jeden Fall auf dem Channel für alle Mitglieder immer mal wieder was rauszuhauen. Wir arbeiten gerade an neuen Hintergrundbildern fürs Handy für euch, damit ihr Dr. Auge, Professor Nase, coole Hintergrundbilder für eure Handys haben könnt. Wir sind am Start, wir bauen für euch, wir machen alles. Deswegen, es lohnt sich, Mitglied zu sein. Könnt gerne beitreten und den Channel unterstützen. Ich bin euch ganz, ganz dankbar dafür. So, Leute, wir können auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Und zwar, oh, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Es gibt im Pet Shop, gibt es ein Pet, das ist ein Radioaktiv-Pet. Dieses Radioaktiv-Pet kann man nur dann bekommen, wenn man hier etwas erledigt. Und zwar können wir hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und wir können den Radioaktiv-Job hier gemeinsam ein bisschen machen. Es geht nämlich darum, ihr habt es bestimmt mal in einem Video gesehen gehabt, dass man hier radioaktive Bottles sammeln muss. Und wenn man 50 Stück geliefert hat, kriegt man ein Haustier freigeschaltet. Und zwar das Radioaktiv-Haustier. Deswegen, ich würde sagen, wir sparen uns einfach die Zeit und können dann einfach hier den Job annehmen. Währenddessen ich hier mal wieder hart am Arbeiten bin, könnt ihr euch das Ganze hier mit mir ansehen, mir ein paar Fragen stellen und wir müssen insgesamt 50 von diesen Barrels darüber bringen, weil dann bekommen wir da ein feines Haustier geliefert. Deswegen, heute wird es ein wilder Stream, würde ich mal sagen. So, habt ihr das? Ja, ich habe das gesehen. Neuer Song mit Lars. Oh, Leute, ich kann euch da auf jeden Fall was erzählen. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ich bin auf der Suche gerade nach einem Producer. Das heißt, für euch, was bedeutet das für euch? An die Leute, die rappen oder das gleiche chillig finden, die den Song ganz nice fanden, oder Fishgang, den allseits bekannten Fishgang-Song. Alter, man wird immer so grün, wenn man diese Dinger fallen lässt. Falls ihr diese Songs gut fandet, ja, falls ihr da gesagt habt, das war euer Stil, kann ich euch tatsächlich beruhigen. Dieses Jahr werden wir einen neuen Song selbstverständlich produzieren. Ich kann euch auch sagen, Leute, der Text, der Musiktext von unserem neuen Song für dieses Jahr ist schon fertig. Und ich habe auf Twitter schon die guten alten Twitter-Freunde gefragt und habe dort schon nach Locations gefragt. Das Problem ist, wir suchen natürlich jetzt einen Musikvideoplatz,
wo wir das Musikvideo von 2021 drehen können. Und der Song an sich, ich kann euch etwas sagen, okay? Der wird euch nicht enttäuschen. Wirklich nicht. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Es wird besser werden. Ich würde sogar sagen, 10-mal besser als Fishgang und Rappen nur das Gleiche zusammen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann es mir auch kaum vorstellen. Es ist etwas, das ist unglaublich. Und dementsprechend nehmen wir mal hier diese ganzen Barrels mit. Das reicht jetzt mal. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit. So. Und fahren da jetzt mal kurz runter, damit wir ein bisschen Geld verdienen können. So, ganz vorsichtig das Ding hier transportieren. Weil nur wenn wir viele Dinger auch von diesem Monster fressen lassen, ne, gibt es da tatsächlich eine Belohnung. Deswegen müssen wir da vorsichtig bleiben, was das angeht. So, ganz vorsichtig einfach da runterfahren. Ich kenne die Straße auswendig. Der Song, Leute, der neue Song, der rauskommen wird, ist tatsächlich um einiges besser als Fishgang und als Rapper nur das Gleiche. Ich möchte eure Erwartungen ganz bewusst heben, weil ich nämlich sagen möchte, das ist der beste Song, den wir wahrscheinlich bisher produziert haben. Und ich kann euch auch sagen, ich bin so aufgeregt, wenn wir diesen Song aufnehmen. Also er ist noch nicht aufgenommen, der Text ist fertig von Lars und mir. Wir suchen gerade nach einem Producer, der tatsächlich das Ganze für uns richtig abmischt. Das heißt also, unsere Stimmen aufnimmt, unsere Stimmen bearbeitet, sodass es zum Song und zum Beat passt. Und dann werden wir uns an das Musikvideo machen. Das Einzige, was jetzt interessant ist, Leute, es ist noch viel mehr auf dem Weg. Es wird nicht nur ein Musikvideo kommen, sondern dieses Jahr kommt mehr. Der Song wird besser und wir haben uns um mehr gekümmert, okay? Ich sag's euch, es wird krass. Ich kann euch leider nichts dazu sagen, ne? Weil ich schwöre euch, dieser Song, es ist kein Selbstpush, aber dieser Song ist so lustig und so gut, dass wir Angst haben, dass uns die Idee geklaut werden kann, okay? So gut ist das. Deswegen, Leute, diesen Sommer werdet ihr einen Song haben, das wird der Song des Jahres, das schwöre ich euch. Bitte nicht runterfallen. So, ich muss das Monster hier füttern. Monster, seht ihr das? 25 Stück muss der essen. So. Oh, das waren jetzt nur 4 Stück, die er da gegessen hat. Ist der Timer ausgelaufen, oder wie? 5 radioaktive Dinger von 25 haben wir. Seht ihr das? Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Naja, $50 waren das. Naja, 5 Stück müssen wir immer machen. Komm, machen wir das einfach fertig. Es sind nur 25 Dinger. Kannst du uns erzählen, um was es geht? Nee. Leider kann ich euch nicht erzählen, was es geht. Wo ist Lars? Alter, keine Ahnung, wo Lars gerade ist. Ich müsste ihn anrufen oder so. Aber ich wollte Lars das nicht antun, dass wir hier heute einfach nur Geld sammeln. Also, ich erkläre es euch nochmal kurz. Der Livestream heute, der wird langweilig. Langweilig des Wahnsinns wird er. Ihr werdet einschlafen, so langweilig ist dieser Livestream, okay? Weil wir werden tatsächlich uns darauf fokussieren, Geld zu verdienen in diesem Spiel und einfach labern, okay? Das heißt also, ihr, der Chat hier, der hier die ganze Zeit am Ausrasten ist, die Mitglieder, die reinkommen und einfach nur mal ein bisschen zusammen chillen. So, das heißt, ihr werdet hier nichts verpassen. Ihr müsst euch auch keine Angst haben, Leute. Ihr könnt euch auch den Livestream einfach im Nachhinein nochmal ansehen. Überhaupt gar kein Problem, gar kein Ding. Da macht man kein großes Ding draus. Alles easy. Deswegen, wegen dem Song wollte ich auf jeden Fall sagen, ich kann da nicht viel dazu sagen. Ich kann aber sagen, dass der Song wirklich gut wird und dass Lars und ich uns nochmal... Ich würde sagen, wir haben uns definitiv verbessert in dem, was wir tun. Und wir möchten jetzt noch einen richtigen Produzenten finden, mit dem wir auch 100% zufrieden sind. Und wo wir dann aufnehmen können. So, das Ding ist jetzt brauche ich aber gerade eine Bank kurz. Ist das eine Bank? Ja, da können wir kurz hinfahren. Oder wir können einen anderen Job nebenbei machen. Wir können auch mal Müllabfuhr machen mal wieder. Oder nee, komm, wir machen die Barrels hier noch kurz weiter. Ich weiß halt nicht, wie das mit dem Geld aussieht, ob das Geld despawnt. Ich bunker das mal hier. Ich denke mal nicht, dass es despawnt, oder? Das sind ja nur $50. Wir versuchen es mal. Wenn es despawnt, werde ich es nicht mehr machen. Hab's herausgefunden. Du wirst so bekannt wie Dieter Bohlen? Ja, Mann, wahrscheinlich. Das ist der Plan. Ich möchte Dieter Bohlen vom Thron stürzen. Ich weiß nicht, ist Dieter Bohlen überhaupt noch auf dem Thron? Ich denke nicht, gell? Das war's doch mit Modern Talking. Soweit ich weiß. Wann kommt der Song genau raus? Ich weiß es nicht, wann der Song genau rauskommt. Das Problem bei solchen Songs ist tatsächlich immer, dass, wisst ihr,
ich kann euch... Wollt ihr mal einfach wissen, wie wir so einen Song von 0 auf 100 produzieren? Also wie das funktioniert, so einen Aerosol und Lars Song zu machen? Weil das ist nicht ganz einfach, um ganz ehrlich zu sein. Also es bedeutet ein bisschen was an Aufwand, wenn ihr es hören wollt. Ja, einfach mal erzählen. Okay. Also prinzipiell sieht's so aus. Bevor du einen Song schreibst, mache ich das meistens immer so, dass ich mir irgendein Thema aussuche. Wie zum Beispiel bei Fishgang, okay? Fishgang habe ich mir einfach gedacht, okay, lass mal irgendwas über Fische machen, weil Fische sind irgendwie witzig. Und dann nimmst du dir einfach dieses Thema und dann überlegst du erstmal, habe ich hier genug Dinger? Dann überlegst du erstmal, was kann ich mit Fischen überhaupt anstellen? Sind Fische wirklich so cool? Und dann fängst du an, einen Text einfach zu schreiben, der nur um Sachen geht, die irgendwie um Fische gehen. Das Problem ist, wenn du einfach Freestyle einen Text schreibst, ja, und du einfach sagst, ja, ich mach jetzt mal irgendwas über Fische, dann wird das nicht so ganz richtig was werden. Deswegen schreibe ich mir erstmal auf, was sind Fische überhaupt und was machen Fische denn eigentlich so den ganzen Tag? Jetzt ist mir eine Dings, so eine Barrel rausgefallen, muss ein bisschen vorsichtiger fahren. Ich muss dann erstmal überlegen, was machen Fische? So, Fische sind frisch, ja? Fische frische auf dem Tisch. Man isst Fische. So, da habe ich mir gedacht, okay, Fische werden gegessen. Also Fische frische auf dem Tisch. Das finde ich nice, yeah. daraufhin kann man dann sozusagen immer ein bisschen aufbauen. Das heißt, man fragt sich eigentlich immer so, okay, was kann ich mit Fischen anstellen? Was machen die noch? Die haben chillige Flossen, irgendwas mit, dann habe ich irgendwie auch an Iglo gedacht, weil Iglo ist so eine Marke, die man kennt, die Fischstäbchen verkauft. Da habe ich das auch mit eingebaut und so mache ich das circa, okay? Das heißt, ich setze mich nicht einfach nur hin und dieser Text entsteht, sondern ich überlege mir immer so, okay, erst das Thema, dann alle Sachen, die zum Thema passen und dann fange ich an, einzelne Zeilen zu schreiben. Wenn ich dann einzelne Zeilen fertig geschrieben habe vom Text, dann sind es immer so Zeilen an Text, die gar nicht zusammenpassen. So, das heißt also, die sind dann einfach so, oh, bitte nicht explodieren. Diese Zeilen passen dann gar nicht zusammen, wenn ich den Text schreibe. Und da muss ich dann immer so ein bisschen überlegen, okay, jetzt muss ich aber vorsichtig, oh Gott, ich lasse es lieber so. Da überlege ich dann immer, okay, jetzt am besten hier mal aufmachen, so. Und dann am besten hier die zwei. Oh, einmal hier das Monster wieder füttern. Und diese Zeilen werden dann halt eben sortiert. Das heißt also, ich habe dann einmal ein Refrain, ganz viele verschiedene Zeilen. Und dann muss man sozusagen auf den Beat, der im Hintergrund läuft, muss man dann sozusagen die Zeilen so anpassen, ne, dass wenn man die Musik hört, dass das sozusagen Spaß macht, auch den Song mitzusingen. Weil für mich ist halt der Song nicht nur wichtig, dass er gut klingt, sondern dass Leute, die den Song oft hören, dass man den mitsingt. Wisst ihr, wie ich meine? Also gab's Leute, ich habe eine Frage. Und zwar von den vorherigen Songs, von Fishgang und von Rappin' oder das Gleiche. Oder Hey Lars, was geht ab? Ja, den gab's ja auch damals noch, der Diss-Track gegen Lars. Konntet ihr ein paar Zeilen davon auswendig? Also konntet ihr ein bisschen was davon auswendig? Oder würdet ihr sagen, nee Mann, ich habe da gar nichts auswendig gewusst? Was sagt ihr da? Ich? Cool. Ja, ich? Genau. Und das ist... Ey, cool. Oha, sogar richtig viele. Ja, und das ist das. Ich achte da drauf so ein bisschen, wisst ihr? Für mich ist ein Song deswegen wichtig. Ich finde es cool immer, wenn ich einen Song irgendwann, wenn ich ihn viel gehört habe, dass der leicht ist, sich den zu merken. Oh mein Gott, guck mal, wie viele Ja's da reinhämmern. Woo! Cool, danke euch. Das Coole daran ist, ich möchte das halt immer so machen, dass man, wenn man diesen Song 2, 3, 8, 9 oder sagen wir mal 20 Mal gehört hat, dass man den irgendwann ein bisschen auswendig kann. So, frische Fische auf den Tisch, das finde ich nice, yeah. Mr. Iglo Man ist eigentlich ein Eisbär. Kommst du um die Ecke, siehst du gleich mich. Gehörst du nicht dazu, bist du ziemlich peinlich. Und da denke ich mir dann dementsprechend, wenn man das dann einmal so ein bisschen gelernt hat, dann kann man den Song einfach mitsingen. Und das ist cool, wisst ihr? Und dementsprechend achte ich da immer drauf, dass ich immer so eine kleine Passage habe, wo man... Also es gibt natürlich schnellere Texte,
bei Rapinoe das gleiche beispielsweise. Das war ja dann nochmal ein bisschen noch schneller. Ja, das war ja Rapinoe das gleiche Mann. Oh je. Jetzt habe ich ihn selber gerade vergessen. Warte, wie war denn nochmal der Rapinoe das gleiche Text? Ich überlege gerade. Nein, mein Geld ist despawned. Okay, gut. Wir müssen das Geld safe call. Immer zur Bank bringen. Ich bin so ein Depp. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm, weil wir fahren sowieso immer, wenn wir von der Grube zurückkommen, hier an dem Geldautomaten vorbei. Naja, gut, dann machen wir das halt eben so. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das Geld despawnt nicht. Jetzt haben wir $50 verloren. Oh nö. Egal. Wir holen jetzt erstmal das radioaktive Pad. Wenn wir das fertig haben, dann haben wir das fertig und dann können wir einen Job machen wie Pizzalieferant oder so. Oder in der Mine einfach am besten ein bisschen Geld sammeln. Das sorgt auch mal dafür, dass es klappt. So, an der Tanke da können wir das Geld einzahlen. Machen wir einfach mal. Ich kann den Song komplett auswendig. Hey, das finde ich richtig cool. Und ich habe das nämlich auch bei vielen Leuten gemerkt. Wisst ihr, ich habe auch manchmal Zuschauer getroffen, die tatsächlich einfach so gesagt haben, hey Roman, frische Fische auf den Tisch, wisst ihr? Das ist schon cool, so. Wenn man bemerkt, dass die Leute sich mit deinem Text auseinandersetzen und das dann halt eben so auswendig können. Das ist cool. Und darauf haben wir im neuen Song, der dieses Jahr rauskommt, haben wir extra nochmal darauf geachtet, dass wir das ebenfalls nochmal verstärkt haben. Der Text soll cool sein, der Text soll nicht 100% leicht sein, den zu lernen. Es soll halt kein Gugu-Gaga-Text sein, so 1, 2, 3, nee, A, B, C, D, E, so ein ABC-Song. Nee, er soll halt schon cool sein, jeder soll ihn auswendig können, lernen können, so. Und vielleicht, Leute, nur wenn vielleicht, möchte ich keine bösen Geister wecken oder so, können wir ja irgendwann mal ein Konzert oder sowas machen. Das wäre so witzig. Stellt euch mal vor, wir könnten einfach so ein Konzert machen. So Lars und ich. Das wäre ja überwitzig. Leute, seid da ganz ehrlich. Seid ganz ehrlich. Würdet ihr auf ein Konzert kommen, wenn wir ein Konzert machen würden? Würdet ihr auf ein Konzert kommen? Ja oder nein? Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr sagen? Einfach so frische Fische auf den Tisch glatt. Einfach ein glattes Konzert. So, wir machen ein glattes Konzert. Dann machen wir dort so ein paar Früchtecocktails, ganz viele Chips, die man sich dort kaufen kann. Ganz besonders, oh, wir machen irgendwie so eine Chips-Party machen wir alle. Und Eis. Eiscreme und Chips, so. So eine heftige Feier einfach. Mit Eiscreme und Chips. So eine Chips-Party, Junge, Alter. Das wird Kalorien geben. Okay, schauen wir mal rein. Ich muss gerade arbeiten, ne? Ja? Würdet ihr kommen oder was? Ey, ich schwör's euch, ich zeig's euch kurz im Livestream. Die Leute schreiben ja. Schaut euch das an, währenddessen ich hier die ganze Zeit Dings mache. Die Leute schreiben ja, die Leute sind am Start. Wenn ich darf, ja, ist wahrscheinlich immer so eine Sache von den Eltern. Aber ihr müsst euren Eltern einfach auch den Song beibringen, damit die den auch auswendig können. Das ist der Plan. Wenn eure Eltern so sagen, nee, kein Bock so da hinzufahren und ihr habt noch kein Auto, wisst ihr, wie ihr das macht? Ihr zeigt ihnen dann einfach den Song, weil der neue Song... Okay, hört zu, Leute. Ich verspreche euch eins. Der neue Song, der rauskommt, der wird so wild sein, dass eure Eltern den auch pumpen werden. Hands down. Ich schwör's euch, eure Eltern werden den lieben. Eure Eltern werden genau mitsingen. Die werden auch dann sagen so, frische Fische auf den Tisch. Und dann, wenn wir die Eltern von euch auch alle als Fans gemacht haben, dann kommen die mit euch zusammen aufs Konzert. $1 Million Plan, oder? Also, keine Angst, Leute, ich hab euch. Ich hab euch. Ganz sicher. Ganz sicher wird es klappen, oder? Hundertprozentig. Guter Plan, oder? Guter Plan. Oh Gott. So, muss hier erstmal wieder das Ding hier rüberfahren. Darf gerade nur nicht ein bisschen zu schnell fahren. Manchmal schaue ich ein bisschen zu viel auf den Chat und achte dann nicht genug auf die Straße. Wir haben, glaube ich, noch 3 oder 4 Fahrten, die wir machen müssen. In der Zeit werden wir auch $200 gleichzeitig verdienen und das Toxic Pad freischalten, ne? Ist eine coole Sache. Freue ich mich schon drauf. Meine Eltern mögen dich nicht. Keine Angst, Mann. Nachdem die einmal den neuen Song gehört haben, von dem ich noch nicht sagen darf, wie er heißt, dann werden die mich mögen. 100%. Die werden dann mitsingen. Die werden es cool finden. Keine Angst, Mann. Ich hab euch alle. Und danach machen wir richtig Dings Konzertparty. Mit Schokolade und so. Das Problem ist halt einfach so, dass man halt einfach nicht weiß, ab wann man wieder rausgehen darf. Wisst ihr, ich meine? Also, bei uns ist es jetzt so, manchmal ist es so, dass man abends nicht rausgehen darf bei uns, wegen dem Inzidenzwert oder wie auch immer. Und wenn der Inzidenzwert unterschritten ist, dann darf man irgendwie rausgehen. Manchmal darf man nach 21 Uhr nicht mehr rausgehen. Und normalerweise gehe ich immer um 22 Uhr einkaufen, ne? Weil ich einfach ein Dödel bin und den ganzen Tag nichts mache und erst nachts einkaufen gehe.
Deswegen, ja. Wow, $50. Das sind meine $50. Ab dafür. Ihr dürft auch nicht rausgehen. Ah. Mein Vater mag Fischgang. Siehst du? Easy. Und wisst ihr, was wir auch machen müssen? Wir müssen mal so eine Community-Action machen, dass wir irgendwie versuchen müssen... Ach, pass auf. Wir werden, wenn der neue Song rauskommt, okay? Hey, yo, Ziele 1979. Vielen lieben Dank, dass du Mitglied geworden bist. Vielen lieben Dank. Wir haben da tatsächlich etwas... Ich habe was geplant, okay? Wir nehmen dann irgendwann, wenn der neue Song rauskommt, nehmen wir alle unsere Handys und wir rufen alle einfach die Radiosender an, okay? Wir rufen alle Radiosender an, alle zusammen, und wir wünschen uns alle immer den neuen Song. Und dann werden wir in ganz Deutschland diesen Song spielen lassen. Dann haben eure Eltern gar keine andere Chance mehr, als den Song cool zu finden. Der wird überall sein. Oh, wisst ihr, was wir auch machen können? Wir können uns so Dings so... wie heißen die nochmal? Kennt ihr diese... so Autobahnplakate holen? Wo, wenn man vorbeifährt, da machen wir dann Werbung. Da kaufen wir uns so ein Billboard, so ein Autobahnplakat, so ein riesiges. Und dort machen wir Werbung dann für die Show. Und dann machen wir Werbung. Und dann werden wir alle Leute kommen dann einfach zu unserer Dings, zu unserem Konzert. Und dann geht's aber richtig ab. Oh Mann, jetzt hab ich wieder vergessen, das Geld einzuzahlen, Leute. Ihr müsst mich dran erinnern. Bin hier wieder dran vorbeigefahren. Aber es wäre wild. Das wäre wild. Und, dann haben die gar keine andere Wahl. Dann müsst ihr, wisst ihr, was dann passieren wird? Dann werden eure Eltern zu euch kommen und dann sagen, hey, kannst du bitte mit uns zusammen auf das Arizoo-Konzert gehen? Ha! Und dann haben wir alle gewonnen. Wir haben dann alle gleichzeitig gewonnen, Leute. Alle. Wir haben dann richtig einfach Win. Einfach Win. Das wäre so cool. So. Ich muss jetzt hier wieder ausladen, Jungs und Mädels. $50 Ronis. Give me the money. Yeah, yeah, yeah. Give me the money. $200 Millionen. Nee, nicht ganz. 196 habe ich. So, schauen wir nochmal kurz in den Chat rein, was wir da haben. Wir gucken mal. Wir haben hier einige Mitglieder reinbekommen. Wir schauen mal rein, was wir da haben. Ne? Wir haben hier von Siele 1979, dann Nicole Schlüter haben wir hier. Im Fortnite Monkey Gang Kartoffelman. Danke für dein Mitglied. Flix YouTube. Colin Semke. Wen haben wir da noch? Warte. Und nochmal 5 Euro von Jack GmbH. Wann kommt eine neue Folge BeamNG Drive? Ich habe dich seit 2017 geguckt und dein Content ist nice. Hey, yo, yo, yo. Letztes Jahr im Dezember kam BeamNG, mein Lieber. Aber, da muss ich jetzt ganz ehrlich sein, ich habe gerade einfach... wisst ihr, ich habe 2017 immer sehr viel BeamNG gespielt. Extrem viel sogar. Und ich war auch einer der ersten YouTuber, der das in Deutschland gemacht hat. Jetzt gerade machen das viele andere deutsche YouTuber. Und ich glaube, da kann man auch viel gucken. Wisst ihr, wie ich meine? Die deutschen YouTuber, die machen gerade so auch von der Rampe springen, bla bla bla. Und ich glaube, es gibt viele, die sich dafür interessieren. Deswegen, es gibt gerade viel BeamNG Drive Content. Ich glaube, Paluten spielt es oder sowas. Da kann man mal reingucken. Die machen das bestimmt auch richtig gut. Ansonsten bei mir die alten Videos. Aber ich möchte jetzt lieber ein bisschen auf neuen Content ein bisschen gehen. Ich spiele gerade gerne Wobblies Live, weißt du, ich meine. Und die ganze Zeit dieselben Spiele zu spielen, ist auch nicht cool. Deswegen schaut bei den YouTube-Kollegen bei mir vorbei. Die sind bestimmt auch alle ganz korrekt in diesen Spielen. Können das bestimmt alle ganz gut. Und deswegen schaut bei denen rein. Das ist gerade sehr aktuell. Ich habe eine Frage an euch, Leute. Und zwar, ich nehme hier mal wieder einen Job an. Bäb. Und zwar, ich war heute bei der Post, ja, und habe gesehen, dass Pokémon-Karten sehr groß ausgeschildert waren. Jetzt habe ich die Frage von euch. Leute, habt ihr euch in der letzten Zeit mal Pokémon-Karten angesehen oder gekauft? Oder sammelt ihr Pokémon-Karten? Bei mir ist nämlich auch auf Twitch aufgefallen. Ich bin eigentlich nicht sehr viel auf Twitch. Ihr wisst, Leute, ich bin eigentlich immer nur auf YouTube. YouTube all the way. Aber ich habe gesehen, dass da sehr viele Leute auf Twitch, extrem große Streamer, die machen einfach Pokémon-Karten auf. Auch mein Kumpel Kevin, der Papa Platte, der ist auch, glaube ich, extrem ein Pokémon-Trend gewesen. Es ist unglaublich, was da abgeht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber es ist crazy, was da abgeht. Die Leute sind richtig im Pokémon-Hype und machen da extrem viele Sachen gerade.
Deswegen, ich weiß nicht, seid ihr da auch mit drin? Unnötig? Nein? Ja? Habt mal früher Pokémon-Karten gesammelt? Alter, ich krieg das Ding hier nicht zu. So, ich setz mal kurz ins Auto. Nee, ja, ja, ich sammel. Mein Bruder sammelt. Ich habe früher mal gesammelt. Ich muss nämlich auch sagen, ich habe früher gesammelt, Leute. Ich habe früher extrem viel gesammelt. Ich habe auch Fußballkarten gesammelt. Und heute, als ich bei der Post war, habe ich gesehen, dass es sogar Lego Ninjago gibt. Lego Ninjago Sammelkarten. Also extrem viele verschiedene Arten von Sammelkarten. Dass es voll interessant ist. Also, ich weiß nicht, woher dieser Hype kommt, aber ich habe auch mitbekommen, jetzt haltet euch fest, Mann, eine Karte Pokémon in einer guten Condition, also Mint heißt es dann, das sind diese Karten, die werden gezogen aus diesen Booster Packs, ja, also in dieser Folie gewickelt. Dann macht man die vorsichtig auf, diese Pokémon-Karten, ne, und da drinnen sind dann die Karten. Die letzte Karte oder die vierte oder die fünfte Karte, irgendwie sowas in diesem Booster-Pack, ist immer eine seltene Karte. Und wenn du eine seltene, gute Karte bekommst, wie beispielsweise ein Glurak, dann kannst du diese Karte einsenden in so eine Art Institut für Pokémon-Karten. Und dann kannst du dir das einfach bewerten lassen. Und wenn du dann die Bewertung bekommst, wird deine Karte, die du gezogen hast, in ein Plastikcover, also wie in so ein Plastikschutzschild, kuttet sozusagen, und da ist dann eine Bewertung drauf. Da wird dann die Karte bewertet, je nachdem, wie gut der Zustand ist. Und wenn dein Zustand Mint ist, ja, bedeutet das, dass bei deiner Karte die Zentrierung, dass die Karte vom Druck her und von den einzelnen Problemen, die eine Karte halt ebenso aufweisen kann, gar keine Probleme hat. Und dann kann eine Karte, wie zum Beispiel das Glurak aus der ersten Edition in Englisch, $20,000 kosten. Könnt ihr euch das vorstellen? $20,000 für ein Stück Papier? Junge, für $20,000 kann man sich ein Auto kaufen. Und zwar ein richtig gutes. Oder eine Pokémon-Karte. Ist unglaublich, oder? Woher weißt du das? Ey, ich habe mir das angesehen. Weil ich es nicht geglaubt habe, dass so viel Geld für Pokémon-Karten ausgegeben wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das im amerikanischen Bereich, bei den amerikanischen YouTubern und Streamern, habe ich das damals zuerst gesehen. Und bei einem Deutschen habe ich das auch einmal gesehen, der in der Schweiz wohnt. Der hat auch Pokémon-Karten ausgesammelt, hier aufgemacht. Und das ist so interessant gewesen, dazu zu sehen. Und da habe ich mich da reingelesen. Ich habe mich komplett reingelesen, ich weiß alles über Pokémon-Karten. Aber ich will sie nicht sammeln, wisst ihr, wie ich meine? Aber ich weiß nicht. $20,000 für eine Karte ist ein bisschen überbewertet. Wisst ihr, wie ich meine? 20.000, Alter. Das ist so viel, Mann. Für eine Karte. Oh, das tut doch bestimmt weh. So. Wir haben übrigens nur noch 5 Barrels. Wir machen jetzt nur noch unsere letzte Fahrt. Und dann können wir mit der letzten Fahrt schon unser Haustier freischalten. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, Leute. Ich hoffe mal, dass man das Haustier irgendwie kostenlos bekommen kann. Ich habe gestern einen Glurak gezogen. Ja, ich glaube, das ist schon gut, wenn man einen Glurak zieht. Aber ich glaube, du brauchst das Richtige. Du brauchst eins aus der ganz alten Edition. Von dieser ganz alten Pokémon-Karten-Edition von 1998, glaube ich. Das ist ein Jahr nach dem gewesen, als ich geboren bin. Ich bin 1997 geboren. Und ich glaube, 1998 oder 1999 sind diese Karten, ne, tatsächlich erschienen. Das ist unglaublich. Diese Karten sind einfach so alt wie ich. Ich verkaufe Pokémon-Karten. Krass. Ich glaube, man kann bestimmt auch von Pokémon-Karten leben. Ich glaube, wenn man das richtig anstellt, dann kannst du einfach, wenn dich jemand so fragt, ja, was arbeitest du? Dann sagst du einfach, ich verkaufe Pokémon-Karten. Und da bemerkt man eigentlich wieder, wie verrückt eigentlich die Welt ist, in der wir leben, Alter. Wir können einfach von Pokémon-Karten leben, weil nämlich eine Karte 20.000 Euro oder Dollar kosten kann. Unglaublich. Spiel mal wieder Minecraft. Du, ich habe sogar einen kleinen Plan. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch würden sich gerne Minecraft wieder wünschen? Ich muss nämlich eine Sache sagen. Ich habe gerade nicht so viel Bock auf Minecraft. Also Minecraft allgemein ja, aber ich habe keinen Bock mehr auf Minecraft Roleplay. Wisst ihr, wie ich meine? Also versteht mich nicht falsch. Es gibt übrigens dieses Jahr, wird es nochmal
eine Sache geben, die wird euch aus den Socken hauen. Ihr werdet es lieben. Es ist mega viel Arbeit. Schaut euch mal diesen Chat an, Alter. So voll mit ich einfach. Ich weiß, dass ihr Minecraft mögt, okay? Und ich mag auch Minecraft. Aber ihr müsst verstehen, ich habe 10 Jahre Minecraft jetzt gespielt und 10 Jahre Roleplay gemacht. Und ich möchte Minecraft gerne spielen. Und wisst ihr, was ich überlegt habe? Vielleicht mal so eine Runde Minecraft Hardcore zu spielen. Das heißt also, wo ich eine Welt habe. Uppah! So, habe ich da 5 Stück überhaupt drin? 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Also, ich möchte gerne Minecraft spielen und habe überlegt, Minecraft Hardcore zu spielen. Sprich also, Minecraft spielen und wenn man stirbt, ist die Karte gelöscht, okay? Das hat also immer so einen kleinen, naja, wie soll ich sagen, so einen kleinen Faktor mit drin, wo man ein bisschen Angst hat, okay? Worauf ich aber nicht mehr so Lust habe, Leute, und das ist mir wirklich aufgefallen, da bin ich auch ganz ehrlich dazu, ich habe keine Lust gerade mehr, in Minecraft Rollenspiel zu betreiben, okay? Das heißt also, mit den ganzen Leuten, die da vorbeikommen, Geschichten und sowas machen, ich würde ganz normal gerne Minecraft spielen und bauen, und aber keine Geschichten mehr machen, wisst ihr, wie ich meine? Weil die ganzen Geschichten und so, das habe ich jetzt schon so oft gemacht, und ich habe da jetzt tatsächlich etwas anderes, und zwar, ich kann es euch eigentlich gerne erzählen, und zwar Dr. Auge, Professor Nase und Aerosol, die Charaktere, die man auch im Comic lesen konnte, ja, die werden ihre eigene Serie bekommen, okay? Und es wird cooler werden als in Minecraft, weil ich habe nämlich das Gefühl, ich möchte in Minecraft Dinge umsetzen, ich möchte gerne so eine coole Story machen, Leute. Das ist in Minecraft einfach nicht möglich, wisst ihr? Weil Minecraft ist nämlich begrenzt. Man kann nur Mods installieren oder Mods selber schreiben lassen. Und selbst das funktioniert nicht immer perfekt. Ihr müsst euch mal vorstellen, mein letztes Projekt, was ich geführt habe, war so intensiv, dass ich da einfach 10 Leute hatte, insgesamt 10 Leute, die sich um alles gekümmert haben. Das ist ein Team gewesen, das heißt, eine Folge aufzunehmen, dafür habe ich 10 Leute gebraucht. Und das war katastrophal und es hat auch keinen Spaß gemacht, weil Minecraft einem da immer einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Wisst ihr, wie ich meine? Und diese Leute, die hatten da auch immer sehr viele Schwierigkeiten damit, weil es einfach so schwer ist, das umzusetzen. Und deswegen habe ich mir jetzt das Ziel gesetzt, eine Animationsserie zu machen, wo wir tatsächlich, so wie es im Comic ist, aber nur animiert, mit Synchronsprechern, natürlich mit mir als Synchronsprecher, eine echte Serie machen können. Und dann kann man Aerosol, Dr. Auge, Professor Nase und Globux und alle Freunde, die existieren in diesem Universum, in einer Animationsserie sehen. Und das ist ein riesiger Traum von mir gewesen, weil ich nämlich auch SpongeBob liebe und alles Mögliche. Und dementsprechend, Leute, ist es für mich wichtig, dass ihr da noch ein bisschen wartet. Und vielleicht wird nochmal Minecraft kommen. Wow, wir haben übrigens die 25 Stück freigeschaltet. Powering the whole island. Oh, Mist, Leute. Ich habe das Gefühl, das war's sogar noch nicht. Wir müssen sogar 50 verfüttern. Aber ne, ich habe keinen Bock noch mehr davon zu machen. Wir machen jetzt einen anderen Job. Ich mach das bei Bedarf mal wann anders. Aber die $50 bringen wir noch nach Hause. Habt ihr es gesehen? Da sind gerade die 25 zu 50 geworden. Ich glaube, man braucht 50 von diesen radioaktiven Tonnen, damit man das Haustier bekommt. Was sagt ihr, Leute? Wollen wir weiter Tonnen machen? Oder wollen wir einen anderen Job machen? Was sagt ihr? Weil ich fahre das jetzt hier nämlich nochmal kurz zurück. Könnt ihr mir nochmal gerne reinschreiben. Anderen Job machen oder weiter die Tonnen. Was sagt ihr? Was kommt rein? Ich muss off, sorry. Kein Problem. Schaut euch den Livestream gerne im Nachhinein ein. Der wird im Nachhinein nochmal hochgeladen werden. Ne? Ich kann hier auch nochmal kurz die Donations reinlesen, bevor ich die verloren habe. Und zwar hat hier nochmal Silly 20 Euro gespendet und Anthony Döring ist übrigens Mitglied geworden. Vielen lieben Dank. Was schreibt ihr? Tonnen, Tonnen, anderer Job, Tonnen, anderer Job, anderen Job, Tonnen, weiter die Tonnen. Okay, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen. Ein bisschen machen wir die Tonnen und können noch ein bisschen währenddessen labern. Es ist eine stupide Arbeit, aber Leute, das Ding ist, ohne die Tonnen können wir das geheime, interessante Ding nicht freischalten. Und danach können wir eigentlich als Pizzalieferant arbeiten oder so. Okay, danach könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Das Ding ist, wir brauchen sowieso das Geld. Also, wir brauchen ja $1000 für Dr. Auge. Wuppa! So, $1000 brauchen wir circa für Dr. Auge. Jetzt haben wir, warte mal, schauen wir rein. 296. Also wir müssen so oder so arbeiten, ne? Und hier machen wir halt das Pad gleichzeitig. Deswegen, komm, lass die Tonnen noch ein bisschen weiter fetzen. Kein Problem. Wir können danach noch einen anderen Job machen. Okay, wir können Müllmann noch vielleicht machen. Wir können auch noch Pizzalieferant machen.
Und das Allerbeste, wir können auch über noch ein paar lustige Themen und sowas ansprechen, über die ihr Bock habt. Auf jeden Fall möchte ich nochmal sagen, dass wir zum Ende des Jahres hin eine coole Animationsserie für euch planen. Die wird rauskommen, das wird lustig werden, das wird sehr viel Liebe beinhalten, das kostet auch sehr viel Arbeit. Und das ist ein riesen Team inzwischen hinter Arizo Studios, muss ich sagen. Und ich bin auch sehr fröhlich darüber. Ich mache das, was ihr alles seht und was ihr macht, mache ich auf gar keinen Fall mehr alleine. Also ich habe ein großes Team dahinter, die alle super liebevoll und super cool sind. Wir haben sehr viele coole Designer, sehr viele Programmierer. Wir haben Leute, die Videos schneiden, wir haben alles Mögliche. Wir haben Designer, wir haben Lagermitarbeiter, die für euch, wenn ihr euch ein Plüschtier bei uns im Shop bestellt, sind das alles Leute, die bei Arizo Studios arbeiten. Das ist unglaublich eigentlich. Und deswegen, wir geben wirklich alles, um die beste Qualität für euch immer zu garantieren und euch immer die besten Videos und die besten Sachen zu liefern. Deswegen, Leute, alles braucht seine Zeit und wir lassen euch nie im Stich, glaubt mir. Ruf Lars an. Du, ich habe keine Ahnung. Ich hab heute mit Lars auf Instagram geschrieben. Ich glaube, der ist beschäftigt. Keine Ahnung. Außerdem, wir streamen ja gerade, deswegen lohnt sich gerade nicht, den anzurufen. Bestimmt ist der gerade auf dem Klo. Einen abschüsseln oder so. So. Ich kann leider nicht spenden. Ist doch gar nicht so schlimm. Wir haben hier sowieso ein bisschen... Es geht eigentlich nur heute darum, Geld zu sammeln. Geld und diese Tonnen hier. Immer schön. 6 gelbe Tonnen, eine nach der anderen. $50 hier, $50 da. Roman, wann kommen wieder Tischvideos? Sehr gute Frage. Sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute, die mit uns gemeinsam die Tischvideos machen, die brauchen ebenfalls gerade Urlaub, okay? Das heißt also, das Team, was gerade für die Tischvideos da ist und das alles vorbereitet und macht, die sind gerade im Urlaub. Deswegen können Lars und ich das nicht selber machen. Weil ihr müsst euch mal vorstellen, der Lars und ich, wir nehmen ja die normalen Videos immer auf. Dann noch die Roblox-Videos nehme ich meistens immer noch auf. Und dann noch die Tischvideos. Das schafft man alleine gar nicht mehr. Weil, man muss ja überlegen, so ein Tischvideo. Ich sag euch eine Sache, Leute. Okay? Bei den Tischvideos gibt es immer ein Problem. Und das ist das Allerschlimmste. Und zwar, wenn wir fertig sind mit Aufnehmen, ist alles immer dreckig. Okay? Es ist alles verklebt und dreckig. Das Schlimmste dreckig sein, das war bei der Zuckerwatte. Als wir Zuckerwatte XXL gemacht haben, war alles voll mit Zucker. Im ganzen Büro. Das musste dann alles geputzt werden. Das ist so schlimm. Und es kostet immer sehr viel Zeit, solche Videos zu machen, wisst ihr? Und deswegen hat man da ein Team mit Leuten, die das mit einem zusammen machen. Aber das Team hat manchmal auch einfach Urlaub. Und wenn das Team Urlaub hat, dann können Lars und ich das nicht alleine machen, weil wir einfach nicht genug Zeit dafür haben, leider. Aber, um deine Frage jetzt exakt zu beantworten, wir schätzen einfach mal, dass wir ab März möglicherweise wieder anfangen, bis da wieder weitere Tischvideos kommen, werden wieder mehr experimentieren, wir haben wieder sehr viele Ideen gesammelt, so wie ich das mitbekomme. Alter, guck mal, ich trage... Nein! Oh mein Gott. Habe ich jetzt genug? Habe ich jetzt eins fallen lassen? Nee. Es reicht. Ich habe wieder zu viele mitgenommen, zum Glück. Oh, es ist einfach eins explodiert. Guck mal, da kommen jetzt noch zwei rein. Eins. Dann nochmal einen zweiten. Gönn ihn dir, Kumpel. Wir sind schon fast bei 30. Auf jeden Fall, ich denke, Richtung März. Richtung März wird es wieder was geben. Silvester 38 hat 5 Euro gespendet. Vielen lieben Dank. Wir schauen mal weiter in den Chat, währenddessen ich hier hochfahre, was ihr denn hier wieder schreibt. Oh, August, 2,99 €. Danke dir für deine Spende. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Danke, dass ihr das macht. Im März endet auch die Fortnite-Season. Klasse. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele kein Fortnite. Aber an alle Leute, die Fortnite spielen, ihr wisst Bescheid. A-W-A-Z-H-U-L ist mein Creator-Code. Das heißt also A-W-A-Z-H-U-L. Avazul. Das ist mein Creator-Code. Ihr müsst ihn nicht eingeben, ist eigentlich auch egal. Einfach, falls ihr Bock habt, könnt ihr mal bei meinen alten Fortnite-Videos reingucken. Ich glaube, da habe ich es damals immer reingeschrieben gehabt. Da kann man den Fortnite-Code abchecken. Roman, sag mal bitte Banane. Okay, Banane. Banane. So. Damit haben wir jetzt ein unglaubliches Vermögen von $346. Leandro, guck mal. Leandro, hier mit den 10 Schweizer Franken. Ich weiß gar nicht,
Leute, kann mir jemand kurz in den Chat schreiben, wie viel sind 10 Schweizer Franken eigentlich in Euro? Ich weiß es gerade gar nicht. Sind das nicht so... Sind es 10 Euro? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur einmal. Einmal war ich bei Burger King essen. In der Schweiz. Ich bin da von Frankreich mit dem Auto nach Hause gefahren, von meinem Urlaub. Und bin dann da durch ganz viele Tunnel in der Schweiz immer durchgefahren. Und da ist mir dann aufgefallen, dass es dort einen Burger King gibt. Und daher, dass ich der größte Burger King-Fan bin, ich liebe die Burger bei Burger King, die sind so saftig immer, habe ich mir tatsächlich in der Schweiz einen Burger gegönnt. So, bevor ich jetzt diesen Job starte, möchte ich nochmal kurz was sagen. Und zwar, die Schweiz ist mit Abstand so teuer. Ich glaube, ich habe für zwei Menüs, fast 40 Euro bezahlt. Bei Burger King. Alter, in Deutschland hätte ich davon im Restaurant essen können. Luxus. Choc güzel, würden die Türken sagen. Das ist unglaublich. Aber in der Schweiz, da kriegst du gerade mal einen Burger. Ganz klein. 9 Euro hat da gerade jemand geschrieben. Da hat gerade jemand 9 Euro geschrieben. Warte, ich schau nochmal kurz rein. 9,22 Euro haben wir da stehen. Danke dir, Jackwes. Vielen lieben Dank. Scheint ein guter Umrechnungskurs zu sein. 9 Dollar, 9,45 Dollar. Okay. Also, es ist auf jeden Fall ein Ticken weniger als Euro. Okay, alles klar. Ja, dann weiß ich ja Bescheid. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, Schweiz, cooles Land. Warte mal, ich aktualisiere mal hier kurz nochmal meinen Chat, dass ich euch wieder sehen kann. Okay, da weiß ich Bescheid. Auf jeden Fall, es war überteuer, okay? So, ich mach mal hier nochmal kurz bei mir so an, damit ich hier euren Chat wieder lesen kann. Dann gehen wir da weiter. Seid ihr bereit für Musik? 3, 2, 1, jetzt kommt die Mucke. Oh, Junge, ey, was eine Arbeit, ey. So viele von diesen Fässern muss ich immer tragen. Naja, wenn ich es nicht jetzt mache... Muss ich später alleine machen, deswegen mache ich es lieber einen Livestream. ist dann einfach simpler für mich. Wisst ihr, wie ich meine? So. Inzwischen muss ich auch sagen, habe ich Warblies Live richtig drauf, Mann. Ich kriege hier fast jedes Fass. Oh nein! Was? Oh Gott, was passiert hier? Und alle hoppa! So. Guck mal, da ist ein Fass auf das andere Fass drauf. Nein! Nicht explodieren! So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück habe ich, Leute. Ich nehme mal noch einen 6. mit. Weil wenn ich dann nämlich keinen 6. mitnehme, Alter, das wird dann katastrophal. Oba! Und zack! Druff da. Ich mache mal noch mal kurz den... Nein! Nein! Nicht runterfliegen. Ja! So, okay. Worüber ich auch noch mit euch reden möchte. Und zwar gestern. Meine werten Damen und Herren, was ist gestern Großes passiert? Schreibt es mir gerne rein. Ich möchte wissen, ob hier jemand ist, der weiß, was ich meine. Und zwar, ich gebe euch ein Rätsel auf und ihr müsst mir sagen, ob ihr wisst, was gestern passiert ist. Gestern Abend um circa 23 Uhr lief ein Livestream auf YouTube, Twitter, überall im ganzen Internet. Es ist etwas ganz Großes passiert. Es ist sehr technologisch Krasses passiert. Wer kann mir sagen, was gestern Abend passiert ist? Ich habe mir gestern einen Livestream davon angesehen. Vielleicht hat sich einer von euch auch einen Livestream davon angesehen. Das frage ich mich jetzt gerade. NASA? Okay, was hat die NASA gemacht? Sagt mir, was hat die NASA gemacht? Der NASA-Rover. Junge, es kam richtig schnell. Leute, seid ihr wild. Genau, richtig. Ihr seht es im Chat, Leute. Ich fahre hier währenddessen so vorsichtig lang. Ihr könnt es sehen im Chat. Gestern Abend ist der Mars-Rover gelandet. Falls ihr nicht wisst, was das bedeutet. Leute, es ist wichtig, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch damit beschäftigt. Und zwar ist nämlich das Weltall, das Universum, das, was die Zukunft ist. Und solange wir jung sind, ich auch, ich bin auch noch jung. nein, aber wenn man ganz jung ist, ja, wenn ihr jetzt gerade 12, 13 seid, dann habt ihr nochmal eine größere Chance, bei den Weltraumsachen mehr nochmal zu verstehen. Leute, gestern ist der Rover auf dem Mars gelandet. Ja, was bedeutet das? Auf dem Mars. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich habe mir nur den Livestream gestern im Hintergrund mit angesehen. Aber gestern Abend ist der Rover, was ein Fahrzeug ist, was von eigener Solarenergie, soweit ich weiß,
Kann diese Maschine auf dem Rover von der NASA auf dem Mars alleine herumfahren und dort mit einem anderen Rover, weil die inzwischen jetzt schon zwei Stück dort haben, können diese Fahrzeuge, die NASA auf den Mars fährt, können die Fotos dort machen und sich den Mars ansehen, okay? Das ist übertrieben krass. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, ja, es gibt tatsächlich, habt ihr euch schon mal Fotos angesehen vom Mars? Also es gibt ja wirklich Fotos vom Mars. Und diese Fotos werden von der NASA gemacht. Das heißt, diese Fotos werden jetzt in Zukunft noch besser und noch mehr kommen, weil wir jetzt zwei Roboter auf dem Mars haben. Und diese Roboter spähen dort tatsächlich den Mars aus und suchen nach Möglichkeiten, ob der Mars tatsächlich bewohnbar sein kann. Weil man geht davon aus, Leute, und das ist übertrieben krass, dass man vielleicht in der Zukunft auf dem Mars eine Kolonie starten kann. Okay? So wie ein Villager-Dorf in Minecraft circa. Nur mit Menschen. Das ist die Erklärung dahinter. Und dementsprechend, falls ihr wollt, wollen wir uns vielleicht mal... Komm, ich bringe jetzt mal kurz das Geld hier zurück, fahre noch mal kurz an das Radioaktivlager. Wollen wir uns mal kurz zusammen ein paar Bilder vom Mars ansehen? Ich habe mir das nämlich gestern angesehen und ich wollte das vielleicht mal mit euch gemeinsam ansehen. Ich fand das ganz interessant. Aber nur, wenn ihr Bock habt. Hättet ihr Bock, ein paar Bilder vom Mars anzusehen? Weil ich habe da nämlich gestern ein paar coole gefunden auf der NASA-Homepage. Wollte ich mal mit euch ein bisschen mal reingucken. Oder wollt ihr, dass ich hier weiter diese Dinger hier fahre? Mit dem LKW, den ich hier fahre. Was schreibt ihr, Leute? Was sagt ihr? Seid ihr pro Mars oder sagt ihr mehr lieber hier, Spiel Wobblies live? Ja? Okay. Scheint ihr euch zu interessieren? Okay. Komm, dann machen wir das gleich. Ich fahre jetzt nochmal kurz hier im Rückwärtsgang. Richtung Radioaktivwerk. Und dann heute gibt's Bildung, Leute. Heute gibt's richtig Bildung auf eure Augen, okay? Das heißt also, falls da jemand bei euch ist, der sagt, mach den Livestream aus, Dings. Mach Schule oder so. Ah ja, stimmt, wegen Schule. Ihr habt bestimmt alle Ferien gerade. Egal, jetzt gibt's Bildung mit Roman, okay? Ich bin sowas wie euer coolster Lehrer, den ihr euch niemals gewünscht habt, aber den ihr bekommen habt. Okay, so, das heißt, wir schauen uns gleich mal den Mars zusammen an. Es ist super interessant. Also es ist cool, dass solche Sachen überhaupt passieren. Es ist auch richtig interessant, wie das Ganze stattfindet. Soweit ich mitbekommen habe, werden Bilder... Ich weiß nicht, wie diese Bilder übertragen werden. Vielleicht kann das jemand von euch sagen. Das kann man sich, glaube ich, nachlesen oder so. Aber diese Bilder werden, glaube ich, soweit ich weiß, über Radioaktivwellen... nicht Radioaktivwellen, sondern über Radiowellen übertragen. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal rein. Ich gucke mal, ob ich hier kurz die Website kurz finden kann von NASA, sodass wir uns da kurz ein bisschen umschauen können. Das war immer ganz, eigentlich ganz interessant. Schauen wir mal rein. Was haben wir da? Also das hier ist prinzipiell die Seite. Wir haben hier die Möglichkeit, ein paar Sachen anzusehen. Und zwar in der Galerie. Genau, Image-Galerie. Gehen wir mal hier drauf. Hier gibt es einige Bilder. Und soweit ich mitbekommen habe, hier Mission-Galerie, Mars Curiosity Rover. Okay, das sind die Bilder. Warte mal, wisst ihr was? Ich glaube, ihr wollt mich bestimmt auch sehen, oder? Den süßen Roman-Boy. Ach, Mann. Wie funktioniert das hier? Ich bin so dumm. So. Wie geht das genau? Warte mal. Ich mache hier gerade einen auf Trottel. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment. Gleich habe ich's. Oh ja. Gleich werdet ihr mich sehen. Aber wie ihr mich sehen werdet. Guck mal, ich bin eigentlich da. Ich muss nur transformieren. Nein. Reihenfolge. Nein. Skalierungsfilterung. Oh Mann, wo ist das denn? Transformation bearbeiten. Nö, ist auch nicht richtig. Ah, warte mal, ich habe mich gesperrt. Aha, da bin ich. Wupp, wupp. Okay. Schauen wir gemeinsam mal rein. Jetzt könnt ihr mich auch sehen. Wir gucken mal rein, was wir da haben. Also, die Mars-Rover-Geschichte hat mich deswegen so interessiert, weil das einfach echte Bilder vom Mars sind, Mann. Das sind echte Bilder vom Mars. Mann, wisst ihr, wo der Mars überhaupt ist? Pass auf, um das noch mal kurz zu verbildlichen, was wir uns hier überhaupt angucken, ne? So, Galaxie, oder nee, wie heißt es noch mal? Weltraum, Welt mit Mars. Oder, ja, wie heißt denn das nochmal? Wie heißt es denn nochmal, wenn man das sehen will? Diese Kreise, ihr wisst, was ich meine. kann man da einfach Galaxie googeln? Ich glaube, das ist auch unsere Galaxie.
Es war doch so. Oder was googelt man da? Was googelt man da, damit man das sehen kann? Ihr wisst, was ich meine. Sonnensystem. Genau, meine ich ja. Sonnensystem. Habe ich doch gesagt. Habe ich doch gesagt. Sonnensystem. So. Also, rein realistisch gesehen, schauen wir uns das Ganze hier mal an. Ja? Ich habe mir das nie auswendig gelernt, aber ich denke mal, das hier ist richtig. Schauen wir rein. Also, wir haben hier, eine Aufstellung davon, wie das circa aussieht. Ich weiß, ich habe hier das hochqualitativste ausgesucht. Da ist die Sonne. Das ist der Grund, warum wir überhaupt leben, okay? Na, ohne die Sonne wären wir einfach tot. Aber das Problem ist aber auch, die Sonne kann uns auch irgendwann umbringen. So, das ist so ein Problem, was wir haben, okay? Die Sonne ist ein bisschen heiß. Und die Idee ist, dass man von der Erde, und die Erde wird übrigens vom Mond umkreist, sollte man den Mars erreichen. Das ist unsere nächste Station. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist hier, das ist der Boy himself. Das Problem ist, ich glaube, zur Venus können wir nicht fliegen. Ich glaube, die Venus ist zu heiß, Leute. Das heißt, wir müssen also von hier aus, warte mal, lass mich das kurz erklären. Wissenschaft mit Roman. So, okay, wir checken das mal aus. Also, wir gehen mal davon aus, wir haben hier dieses Ding, okay? Wir sind auf der Erde. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. Kann ich das vielleicht hier so größer machen? Und dann nehme ich euch das hier so, damit ihr es in der Mitte habt. Ah, hier schneide ich. Ja, ich bin auch gut am Computer, so. Alles klar. So, die Idee ist, dass wir von hier, also von der Erde, na, kann ich das vielleicht in Rot machen? Wir müssen ja hier von der Erde aus irgendwie irgendwann mal wegkommen. Weil das Problem ist, die Sonne, die wird, glaube ich, nicht heißer. Wobei, ich weiß nicht, ob die heißer wird. Ich weiß einfach nur, dass es möglicherweise irgendwann mal ein Event geben sollte, dass die Menschheit die Erde vielleicht mal verlassen muss. Vielleicht in mehreren tausend Jahren. Und die Idee dahinter ist auf jeden Fall, den Mars als nächstes anzusteuern. Wie so eine Art, so eine Art Bushaltestelle. Und da fliegen wir als nächstes hin. Das Coole ist, wir haben es tatsächlich geschafft von der Erde. Das müsst ihr euch vorstellen, Mann, wir sind hier. Hier ist die Sonne und da ist der Mars. Haben wir es geschafft, einfach von hier dahin einen Roboter zu senden. Einfach zum Mars. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist hier natürlich nicht weit weg. Aber ich glaube, es dauert ich glaube, die haben. Weiß jemand zufälligerweise, wie lange die diesen Rover dahin gesendet haben? Weiß das jemand von euch? Ich glaube, dieser Rover, der dahin gesendet wurde, ist 6 Monate in einer ultraschnellen Geschwindigkeit dorthin geflogen. Also richtig schnell. Roman, der Physiker. Der Astrometiker. Was ist. Astrometiker ist nicht mal ein richtiges Wort. 9 Monate? 9 Monate. Okay. 9 Monate ist der dahin geflogen. 9 Monate! Und das Ding ist, mit der auch extrem schnell. Und das Interessante am Mars ist, glaube ich, also so wie ich das mitbekomme, okay, könnte auch was anderes sein. Der Mars ist halt deswegen interessant, weil es möglicherweise dort Wasser geben kann, versteht ihr? Und dementsprechend habe ich mir dann einfach mal ein paar Bilder angeguckt. Wie es auf dem Mars denn aussieht. Und der Mars an sich ist eigentlich ganz interessant. Der hat halt eben so mega rote Erde. Okay, Erde. Das Ding ist so, der hat 2,2 Milliarden gekostet, der Flug oder der Roboter? Auf jeden Fall, ich bin mir nicht ganz sicher, okay? Ich wollte ein bisschen was mit euch besprechen und zwar, also ich habe hier ein gutes Beispiel, okay? Hier ist der Mars, den wir uns gerade ansehen. Und ich bin mir nicht 100% sicher, ob der wirklich so belebbar ist, ja? Also, wenn wir mal einen Planet suchen sollten, den wir beleben können, ja? Dann, ich weiß nicht, sollte der halt vielleicht ein bisschen saftiger aussehen. Wisst ihr, wie ich meine? So, dass der vielleicht wie so eine Oase aussieht. Ich guck mal, ob wir vielleicht noch was anderes haben können. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwie was passieren kann. Das sieht aus wie eine Wüste. Wisst ihr, wie ich meine? Die Produktion hat 2,5 Milliarden Dollar gekostet. Das ist schon krass. Also dementsprechend, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also der Mars ist schon interessant. Es scheint da ja auch so Gebirge und sowas zu geben. Schaut euch das an. Hier. Es könnte ähnlich wie auf der Welt sein. Es ist aber ein anderer Planet, Leute.
ein anderer Planet. Das finde ich halt so interessant. In echt schauen wir uns hier gerade einfach nur eine Wand an. Und da bin ich auch ganz mit euch da. Das ist einfach eine Wand, aber diese Wand ist von einem anderen Planeten. Okay? Das ist crazy. Romans Beruf. Lehrer. Dankeschön. Vielen Dank. Ich weiß. Das ist... sieht aus wie in Dubai. Ja. Sieht doch fast aus wie in Dubai, oder? Da muss man sich nur noch so ein... Auf dem Mars, okay, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, da braucht man einen Lamborghini. Ganz simple Sache. Wie in Dubai halt. Da brauchst du einen Lamborghini. Ganz klassisch. Ohne Lamborghini kann ich mir da ein Leben auf dem Mars einfach nicht vorstellen. Schaut euch das mal an. Wir haben ja auch hier, haben wir noch weitere Marsbilder. Und zwar gibt es dort ja auch dunkle, das fand ich auch interessant, das wollte ich auch mit euch ansehen. Warum geht es nicht auf? Macht es auf. Hier. Und zwar haben die hier, dieses Bild hat mich sehr interessiert. Und zwar gibt es dort nämlich auch einfach so, wie so Kohlesteine anscheinend. Das heißt, Roman, richtig glatt. Ja, wisst ihr, diese Kohlesteine, guck mal, das sind wie so, da gibt es doch noch verschiedene Arten von Steinen, wisst ihr? Vielleicht gibt es ja irgendwie so ein Erz oder sowas. Guck mal, in Minecraft holen wir uns doch auch immer dieses Eisenerz und alles Mögliche. Und warum dann nicht einfach auf dem Mars? Wisst ihr, wie ich meine? So, jetzt muss ich aber hier weiter farmen, Leute. Das ist das, was ich mich gestern gefragt habe. Ich habe mir diese Bilder angesehen und fand das echt interessant. Also, ich bin mir recht sicher, dass wir auf eine gute Richtung steuern. Und ich würde mir wirklich wünschen, irgendwann mal vielleicht mal ins Weltraum fliegen zu können. Ich weiß nicht, ich würde das richtig cool finden. Ne? Stell dir das mal vor, man würde den Planeten verlassen. Das ist doch das Wahnsinnigste überhaupt, oder? So. Hoppa, YouTube. Einmal hier das Ding hier nochmal drauf. Aber ich bin auch okay damit, einfach nur Dings. Solche Barrels hier einfach die ganze Zeit zu stapeln. Entweder zum Mars oder Wobblies live spielen. Eins von beiden. Ist beides in Ordnung. Aua, jetzt bin ich hier wieder grün geworden. Aber wenn ich mir sowas angucke, mit solchen Fotos, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich stolz bin auf die Leute, die sowas machen. Das ist so krass, Mann. Müsst ihr euch einfach vorstellen, einfach den Planeten verlassen und einfach einen Roboter auf einen anderen Planeten gesendet. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis der erste Mensch wahrscheinlich mal auf den Mars fliegt. Was denkt ihr, Leute? Wann wird der erste Mensch auf dem Mars fliegen? Wenn wir jetzt schon zwei Roboter dort haben, glaubt ihr, das dauert nur noch so 5 Jahre oder so, dass wir dann den Mars vielleicht schon mit einem Menschen erobert haben? Weil stellt euch mal vor, man könnte auf dem Mars Kartoffeln anbauen. So, wir Menschen funktionieren doch mit Kartoffeln. So ein bisschen Wasser und ein bisschen Kartoffeln, das reicht uns doch schon zum Überleben, wisst ihr? 2 Jahre, 30 Jahre, 1000 Jahre oder später? Auf gar keinen Fall. Wenn wir es jetzt schon schaffen, in 9 Monaten, ne, einen Roboter dorthin zu senden, ne, dann wird es keine 1000 Jahre mehr dauern, bis wir dort ein Dings hinschicken können. Ich würde auch so sagen, 5 bis 6 Jahre. Heute noch. Ach, okay, nächster Flug nach Abplan. Stellt euch mal vor, ihr könntet einfach so eine Rakete Richtung Mars nehmen. Oder nein, noch besser. Stellt euch mal vor, ihr habt so einen Kumpel und ihr denkt euch so, oh Mann, ich möchte mal wieder meinen Kumpel besuchen, aber der wohnt auf dem Mars. Da müsste ich ja mit der Rakete hinfliegen. Wie krass wäre das denn? Das ist ja so cool. Deswegen, Leute, beschäftigt euch auf jeden Fall mit solchen Sachen. Falls jemand von euch gut ist in Physik, studiert bitte Physik und geht danach bitte einfach Dings. Macht ein Studium in diesem Bereich und dann könnt ihr irgendwie Physik studieren oder sonst irgendeinen naturwissenschaftlichen Master abschließen. Und danach, wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr euch bewerben. Ich habe nämlich mitbekommen, ja, jetzt kommt's an alle Leute da draußen, ja, die hier diesen Stream gucken, ja, die einen naturwissenschaftlichen Master gemacht haben. Es gibt gerade gute Neuigkeiten für euch. Die ESA, die Europäische Space Agency oder sowas, aber es ist irgendwas Europäisches, die suchen gerade nach einem Astronauten, Mann. Das heißt, falls es... Hat hier jemand ein Master abgeschlossen in Naturwissenschaften? Gibt es hier jemanden im Chat, der sich hier gerade Wobblies live mit mir zusammen ansieht?
Ich habe auch einen. Kein Problem. Ich habe meinen Master nebenbei gemacht. Ich habe immer mal wieder Minecraft gespielt und dann habe ich... Ich habe meinen Master in Dings gemacht, einfach in Minecraft. Ja, ja, ich... Oh, okay. Klasse. Mein Vater. Oh ja, dann... Also falls ihr Eltern habt, die das haben, ab mit denen auf dem Mars. Oder auf dem Mond. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die ESA neue Astronauten sucht. Mann, wir brauchen mehr Astronauten. Und für um Astronaut zu werden, muss man einen naturwissenschaftlichen Abschluss haben. Aber einen Master. Mann, ich habe nicht mal einen Master. Ich habe einfach nur Abitur und danach bin ich YouTuber geworden. Mist. Also ich komme nicht mehr auf den Mars. Aber vielleicht ihr. Leute, ihr müsst Gas geben. Wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr einfach auf dem Mars, wäre ich chillig. Und dort dann für immer und ewig Kartoffeln essen. Ja, Mann, wir müssen Dr. Auge, wir müssen einfach Dr. Auge auf den Mars bringen, Leute. Das wäre so cool. So, $446. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Leute. Ich streame hier schon 1 Stunde und 19 Minuten glatt. Okay, glatt. Und ich habe nicht mal $500 verdient. Ich bin so arm in diesem Spiel. Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Job, den wir hier machen, das ist nicht der beste. Aber wisst ihr was? Wir machen das, damit wir dieses eine Pad freischalten. Es dauert nicht mehr lang. Dann haben wir es noch. Guck mal, ich habe 49 Tonnen. Oh, da brauchst du ja nur noch einen und dann bist du ja fertig. Übrigens an die Leute, ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, wo man Wobblies Live spielen kann. Gute Nachrichten an alle Consoleros von euch. Wobblies Live wird, glaube ich, für Xbox und PlayStation rauskommen. Ich gerade spiele es auf dem PC. Und deswegen, Leute, bleibt gespannt, Spiel ist cool. Und wenn ihr euch das dann für die Xbox und so geholt habt, könnt ihr selbstverständlich auch mit Dr. Auge spielen. Es ist so cool, dass Dr. Auge hier einfach mit drin ist. Das ist so mega. Ich glaube, wir werden in Zukunft öfters mal so Kooperationen machen mit Spieleentwicklern und einfach Dr. Auge hinzufügen. Mega cool. Ihr könnt übrigens, falls ihr auch gerne Minecraft spielt, auf der Java-Version, kann ich euch was empfehlen, Leute. Und zwar, ich habe nämlich Partner, das sind die Partner von MixelPixel. Und das ist ein cooler Server. Und die haben ebenfalls Dr. Auge mit eingefügt. Dort kann man sich ebenfalls Dr. Auge als Haustier in Minecraft kaufen. Ne? Leider funktioniert es nicht auf der PlayStation oder Xbox-Version oder Nintendo Switch oder was weiß ich, sondern nur auf der Java-Version auf dem PC. Falls ihr einen coolen Server zum Spielen sucht, guckt auf jeden Fall bei MixelPixel vorbei. Das sind richtig coole Jungs. Wirklich richtig, richtig coole Jungs und Mädels, die da arbeiten. Ne? Und das alles am Laufen halten. Ne? Und der Server ist perfectamente. Ich habe die Java-Edition. Ja, wisst ihr, ich muss auch sagen, ich habe jetzt beides gespielt gehabt, ne? Ich habe die Java-Edition gespielt, die erste Minecraft-Edition. Und ich habe auch die Edition jetzt gespielt gehabt, die Bedrock, okay? Und ich muss sagen, die Bedrock-Edition ist cool, aber fühlt sich irgendwie nicht 100% an wie das originale Minecraft. Ich weiß nicht. Das ist mein Gefühl. Ich habe Professor Nase, voll cool. Ich habe ihn auch hinten liegen. Ich habe auch den Dr. Auge XXL, ich habe auch die Dr. Auge Flügel, ich habe die... Eigentlich habe ich alles. Ich bin der größte Fan. Wie viele Tonnen hast du? Ich glaube, ey, es könnte sein, dass das möglicherweise die letzte Fahrt ist, Leute. Wup, wup, die letzte Fahrt. Ich darf jetzt nur keine Tonne runterfliegen lassen, das wäre jetzt traurig. Ich fahre einfach vorsichtig. Ich habe noch 2 Minuten 40. Sind es genug? Ja, 5 Stunden. So. Ich spiele nur die Bedrock Edition. Ja, ich habe bemerkt... Also, okay. Kurze Umfrage, Leute. Kurze Umfrage. Was spielt ihr? Spielt ihr die Minecraft Bedrock Edition? Das bedeutet Xbox, Nintendo Switch, PlayStation, bla bla bla. Das ist die Bedrock Edition auf den Konsolen. Und auf dem Handy ist auch Bedrock. Und nur Java-Version ist auf dem PC Java-Version. Okay, das ist so ein einzelnes Ding. Deswegen schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was von dem spielt ihr, währenddessen ich hier die Säulen da reinpacken kann. So. Sind das jetzt die letzten, die ich reinmache? Oh mein Gott, das ist einfach hängen geblieben da drin. So. So. Wir gucken rein, was haben wir da? Ja, Bedrock, 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 Bedrock. Okay, alles klar. Alle auf der Xbox-Version. Okay. An die Leute, die sich fragen, wie viele Fässer? 43, 44 und 45. 45 Stück, $50 in unsere Tasche.
Leute, jetzt kommt's. Seid ihr bereit? Letzte Fahrt nach Plan. So, stecken wir uns die 50 Dollar jetzt einfach kurz ein, dann haben wir es gleich. 50 Stück haben wir dann abgeliefert. So, und an die Leute, die tatsächlich die Java-Version, die Bedrock-Version spielen, kenne ich leider keinen Server, den ich empfehlen kann. Aber ich kenne eine coole Map, die man spielen kann. Und zwar bin ich nämlich auch sehr cool verklinkt mit den Hero Pixels. Das ist ein sehr, sehr talentiertes Bauteam. Und falls ihr mal im Minecraft Marketplace seid, ja, das ist dieser Java, dieser Bedrock Store. Und in diesem Bedrock Store kann man sich dann auch Karten kaufen. Und dort gibt es eine Karte, die nennt sich die Skyblock oder Biome Skyblock Map. So heißt die, glaube ich. Ja, Biome Skyblock. Und die ist von den Hero Pixel. Falls ihr das sucht, könnt ihr euch diese Karte holen. Die ist sehr cool. Die kann ich auch empfehlen. Und die ist auch von einem Bauteam, mit dem ich sehr, sehr gut befreundet bin. Und die haben auch schon sehr, sehr oft immer bei den Arizona-Videos immer geholfen. Sehr, sehr coole Leute. Könnt ihr euch mal gerne ansehen. Falls ihr auf Skyblock steht, könnt ihr euch mal Biome Skyblock ansehen. Also Biom wie Biom und dann Skyblock. Ne? Ganz easy geschrieben. Ist auch eine sehr, sehr coole Karte. Mit sehr vielen Gimmicks, da gibt es auch Bosse, die man besiegen muss und so. Es ist mit sehr viel Liebe auch gemacht. Wow, dieser Sandsturm, der hier abgeht, ist richtig, richtig heftig. Da! Jetzt machen wir nur noch die letzten, Leute. Jetzt kommen die letzten Fässer. Leute, seid ihr bereit? Die letzten 5 Fässer! Danach haben wir das Pad endlich freigeschaltet. Endlich! Ich fange hier noch bald an zu weinen. Es ist so monoton. Aber immerhin haben wir über viele Themen gesprochen. Und ich muss dieses Geld hier verdienen. Wisst ihr, Leute, ich habe keine andere Wahl. Das ist tatsächlich gerade meine Arbeit. Ich arbeite wirklich im Videospiel, aber ich arbeite auch im echten Leben. Es ist so paradox. Naja. Lol, macht Roman gerade einen Livestream? Nee, du schaust hier gerade ein Video an. Aber das ist eine neue Technologie, dass dieses Video mit dir sprechen kann. Gruselig. Na klar, ist das ein Livestream. Der Livestream geht auch noch ein bisschen. Wir müssen nämlich noch ein bisschen Geld sammeln. Und gleich, nachdem wir die Fässer abgegeben haben, könnt ihr schon mal eure Tasten bereit machen. Ne? Könnt gleich schon mal in die Tasten schlagen, in die Hüte schlagen, in die Füße schlagen. Wir machen auf jeden Fall, wenn wir das hier fertig haben, noch mal eine kleine Pause. Pinkelpause, Essenspause, Dönerpause. Keine Ahnung, was ihr euch da reinpfeift. Aber wir machen auf jeden Fall eine Pause. Und dann muss ich kurz was essen. Vielleicht bin ich dann ein bisschen gestärkt. Und dann können wir noch einen zweiten Job machen, ne? Um noch ein bisschen Kohle zu sammeln. Weil jetzt kommen die letzten Fässer rein. Und dann können wir nochmal im Pet Shop vorbei sein. Okay? Was? Nach 50 musst du 100? Nein. Na. Sag nicht sowas. Sag sowas nicht. Jetzt im Ernst? 100? Nein, 100 mache ich nicht. Weißt du, was ich dann mache? Wenn ich 100 sammeln muss, schreibe ich den Tommy an. Der Tommy ist der Entwickler von diesem Spiel. Und ich sag dem dann einfach, dass ich dieses Pet haben will. Ich mache keine 100. 100 ist zu viel, Mann. 100 ist zu... Bitte sag nicht, dass es 100 sind. Doch, natürlich 100. Nein, nicht 100. Nein, nicht 100. Nicht 100, sagt es nicht. Nein, ihr verarscht mich. Nein. Mach ich nicht mit. Nein. Ihr verarscht mich nicht. Keine Verarschung. Nein. Was? Es sind 150, ja, alles klar, na klar. Okay, egal, ich gucke jetzt nicht mehr in den Chat. Ich gebe jetzt diese Dinge ab und danach gönne ich mir mein Pet. Und ihr könnt mir alle dabei live zusehen, ja? Oh. Wenn das 100 sind, dann... Das sind nicht 100. Auf gar keinen Fall sind das 100. Auf gar keinen Fall. Nein. Oh mein Gott. Okay, egal, ich habe genug mitgenommen. So, 46, 47. So, das sind die letzten. Schaut euch das an. Es kommt die 50. Oh, schaut rechts. Rechts kommt gleich der Dings. Oh mein Gott.
Endlich! Oh. Ja! Es ist geschafft! So? Hä? Wo seid ihr? Komm, schreib nochmal 100. Schreib doch nochmal. Komm. Ich gucke in den Chat. 75. 100, 100. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich 100. Wahrscheinlich. Glatt. Einfach glatt 100. Auf gar keinen Fall. Ich lasse. So bin ich. Nein, 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 nein. Ich weiß schon. Ich hab schon gewusst, auf was ich mich hier einlasse. Ich hab's freigeschaltet. So. Jetzt gucken wir mal rein. Ob wir den Kumpel auch gleich im Pet Shop auch gleich haben. Ja, 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 so direkt 100 geschrieben. Ja, ja. Ihr mögt es, mich zu ärgern, ich weiß es. Aber das geht nicht so einfach. Ich habe mir das durchgelesen. Alter, wäre das 100 gewesen, wäre ich aus dem Fenster gesprungen, ey. Das hätte ich nicht verkraftet, ey. So, jetzt schaue ich mir mal das Pad an. Wir gucken mal. Aber ich glaube, wir haben immer noch zu wenig Geld. Rein aus der Rechnung heraus haben wir jetzt. Ich glaube, so circa 12 oder wie viele Fahrten haben wir gemacht? Ja, wahrscheinlich, wenn wir mal 5 Stück, so 10, 11 Fahrten haben wir jetzt gemacht. Mit diesen 10, 11 Fahrten haben wir jetzt insgesamt 500 Dollar Runis verdient. Fehlen noch 500 für Dr. Auge. Ich glaube, also ich habe mal einen Guide gelesen, da stand mal dran, dass wenn man Pizza ausliefert, dass man am meisten Geld verdienen kann. So, wie viel haben wir? 446. Okay. Checken wir mal aus. Ich brauche jetzt ein anderes Fahrzeug. Alter, schaut euch mal diesen Kassierer an, Junge. Was ein Style. Der Typ hat den Flex. Der hat Dope. Der hat Flex. Der ist chillig. So. Wir schauen mal rein, was wir in unserem Pet Shop hier haben. Deswegen wird eine interessante Geschichte. So. Julian, du bist der beste YouTuber. 5 Euro Spende. Julian, zu gütig von dir. Vielen lieben Dank an deine Spende. Gesundheit und alles, was es gibt, wünsche ich dir. Vielen lieben Dank. So, wir können jetzt auf jeden Fall kurz mal in dieses Häuschen hier reinfahren, ins Pethaustier laden. Warte mal, jetzt muss ich das Ding hier kurz landen, ne? So, warte mal, ich lande, glaube ich, auf der Autobahnbrücke, damit ich da so eine erfolgreiche Landung ohne Sturzflug schaffen kann. Ich brauche auch noch übrigens voll viel Geld, um diese Holzhütten hier zu kaufen, ne? Das wird auch noch eine lange Geschichte, aber es ist, wie es ist. So. Oh, einmal bitte landen. Langsamer. Kleine Landung. Hoppa! Und gelandet. Ups. So, ganz chillig hier auf dem Feld. Und jetzt können wir hier nochmal kurz Richtung Parkplatz fahren. Ich hoffe mal, ich mache mir hier nur nicht einen Flügel kaputt. Dann haben wir da auch schon mal geparkt. Voll sauber geparkt, ey. Stark. Wie im echten Leben schon fast. So. Und da. Okay, gehen wir rein und schauen uns das ganze Ding an. Habt ihr es gesehen? Ey, das war, ey, sag mal, wie war diese Landung, glatt oder war die platt? Was sagt ihr, Leute? War die glatt oder platt? Was würde ich sagen? Das war doch glatt, oder? Leute, war das glatt? Bitte. Schreibt mir in den Chat, ob das glatt oder platt war. Das war glatt, oder? Wow. Oh, wow. Wow. Dr. Auge, warum bist du so teuer? Dr. Auge, ich bin's, Roman. Kannst du mich denn nicht erkennen? Oh, jo, jo, da kommen sie rein. Glatt. Glatt, Gang. Woo! Das war glatt, glatt, glatt. Sehr glatt, gell? Das war gerade eine glatte Landung, Leute. Die war richtig glatt. Die war richtig glatt, sag ich euch. So. Was haben wir da? Leute. 1000 Dollar Honis brauchen wir für Dr. Auge. Ich bin immer noch broke. Kein Geld, gar nichts. So. Und hier ist er. Der kleine Schlingel. Oh, wow. Dafür haben wir 50 von diesen Dingern gesammelt. Ich krieg sogar schon Gänsehaut, so schlimm finde ich das. Naja, wie viel kostet der Schmarrn? Ja, na klar. 1200 für diesen kleinen, dreckigen Schleim. Es reicht ja nicht nur, dass man 50 von diesen Barrels gleichzeitig sammeln muss. Nein, das Ding muss auch noch 1200 kosten. Ich habe gerade eine Stunde die ganze Zeit gearbeitet in einem Spiel und habe nur 546. Oh, mein Herz tut weh.
Mein Herz tut weh. Ja, wir können mal gucken. Also, wir können uns theoretischerweise. Guck mal, ein Seestern. So ein Seestern. Was ist das? Warum kostet der $750? Ein Seestern. Don't get me wrong. Das ist schon ein Lebewesen, was auf jeden Fall seinen Preis hat. Aber das ist. Es ist halt nur ein Seestern. Jetzt mal als Pendant kostet ein Hund. Ein Hund kostet 500. Das bedeutet, dass in diesem Spiel ein Seestern mehr kostet als ein Hund? Das kann ich kaum glauben. Wie viel kostet so ein Fisch? Wie viel kostet ein Fisch? 600. Könnte ich mir fast leisten. Aber, Leute, ich brauche Dr. Auge. Dr. Auge! So, Leute, ich gehe jetzt nochmal kurz in die kleine Pause. Ihr könnt hier gerne nochmal ein bisschen chillen. Soll ich euch ein bisschen nice Musik reinmachen? Komm, ich mache euch noch ein bisschen nice Musik mit rein. Ich gehe dann jetzt kurz in die Pause. Ich muss kurz Pipi-Pause, Trinki-Pause, Essi-Pause, Pause-Pause machen. Geht wahrscheinlich nur so 2, 3, 4, 5 Minuten, die ich brauche. Ich mache das mal ganz schnell. Ich esse mein Brot immer so, indem ich dann die Luft werfe und einfach in der Luft schlucke. So, machen wir mal hier Artist Release. Was kann ich denn hier reinmachen? Was kann ich reinmachen? So, 20s Pop. Komm, machen wir den hier rein. Oho! Was? Oh, ich mach mit. Lars, willst du mitmachen? Okay, wir kommen. Ich komm gleich TS, Lars. Ich komm gleich TS. Mach kurz Pause. Ich komm. Ich mach gleich mit. Oh, ich mach euch einen fetten Track rein. Aber ein bisschen besseren Track. Ambient Gaming, Glitchy Gaming, Cyberpunk, Creamy Gaming, Epic, Epic Gaming, oder Happy Gaming, Happy, yeah, yeah. So. Okay, ich lasse euch kurz alleine, Leute, ich bin gleich wieder da, see you later, Alligator. Ich brauche kurz 2, 3, 4, 5 Minuten, bis gleich, Leute, screw, screw, lasst es nach der Pause mit dabei, bleibt dran, ciao, 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 ciao.
love skin is strong enough. Hold on a little bit closer, babe. Let's see if I can warm you up. Oh, babe, snuggle. Drive you crazy, my cuddle baby. Wanna stay? Let's get stupid lazy, my cuddle baby. Don't stop, this is my favorite part. Hold me like it's out of style. Imagination is running wild. Eternity is in your smile. Hello, babe, snuggle. Wir sind wieder da mit Lars am Start. Hör ich dich nicht nur auf einer Seite? Warte. Ich muss ganz kurz den Channel hier editieren. Ja, was geht? Alles fit. Yo, yo, Leute, ich bin wieder da. Mit Lars im Gepäck. Das ist meine Freizeitbeschäftigung, mit dir zu streamen. Deine Freizeitbeschäftigung? Ja, eigentlich wollte ich heute gar nicht an PC, aber ich habe gesehen, dass du streamst, da habe ich mir gedacht. Leute, abonniert meinen Kanal. Du hast dir wahrscheinlich wie alle anderen Leute auch gedacht, wow, was für ein klasse YouTube-Stream. Hast du gesehen, wie ich gerade eben über 1 Million Toxic Tonnen einfach befördert habe? Nee, so, ich hab nur beim Duschen reingehört. Du hast beim Duschen in den Livestream reingehört? Ja. Es ist sehr komisch. Schon, ne? Ja, schon. Ja, bisschen. Also... Kurzfrage, also nimmst du dann dein Handy in die Dusche mit rein? Nein, manchmal. Oder immer. Ich habe hier gerade im Hintergrund so ein leichtes Nieseln und so Vögel, die im Hintergrund zwitschern. Voll entspannt. Ja, war mega, mega entspannt. So, jetzt grüße ich erstmal die Leute. Moin Leute, hi. Was geht, was macht ihr? Jo, was läuft Leute? Ihr habt euch Lars gewünscht. Nee, eigentlich hat sich... Niemand. Ich hab mich selbst. Du hast dich selber her. Ja, Mann, du hast dich selber hier reingewünscht. Ja, okay, wenn du willst, kannst du mich einladen, weil ich weiß nicht. Aber du musst, glaube ich, dafür kurz Dings, damit keiner meinen Namen sieht. Lol. Jo, warte. Kann mal gucken. Ich mach mal ein Play-Online-Game. Dann hoste ich das Game. Muss ich dich einladen oder ging das auch alleine? Keine Ahnung, host mal einfach, play online, search host, nein, ich will nicht hosten, stopp, Hilfe. Ah, ja, ich hab dich auf jeden Fall mal eingeladen. Ah, und jetzt habe ich auf einmal wieder gutes Wetter. Hast gesehen, wie viel Patte ich habe? Ich habe einfach fast $500. Hä, warte mal, das hat nicht funktioniert, wieso bin ich nicht drin? Kannst du mich nochmal einladen? Ja, warte mal. So, in Lobby. Da bin ich, let's do this. So, Leute, seid ihr bereit oder was? Habt ihr Bock? Hab noch 9% Akku. Der Chat geht übelst ab, ich kann gar nichts lesen. Ach was, das geht eigentlich. Also, ich finde, der Chat hat eher eine moderate Geschwindigkeit. Man kann immer mal wieder ein bisschen reingucken. Es gibt immer mal ein bisschen Leute, die lachen, Mitglieder, die schreiben. Da schreibt schon jemand Pizzaarbeit. Wir können, also wenn du... Wie willst du mit mir arbeiten? Willst du mit mir arbeiten und mir dann dein Geld geben? Ja, ich helfe dir. Genau. Boah, Alter, das ist ja mega nett von dir. Weil es dauert so lange, diese $1000 zu verdienen. Ich weiß. Komm gerade wieder angeflogen, hörst du meine Tastatur? Achso, du bist da hinten. Ich hol dich gleich ab. Soll ich das Rocket Car nehmen? Komm, ich nehme das Rocket Car. Ich kann ja circa sehen, wo du bist. Ich sehe ja den Stream auch noch nebenbei. Ich würde sagen, wir machen eigentlich den Pizza-Workshop, weil... Bringt am meisten, ne? Ja, bringt echt am allermeisten. Also ich weiß nicht, ich bin nicht sicher, ob auch vielleicht Dings vielleicht viel bringen könnte, Minenarbeit. Moin. Wie viel haben wir bei Minenarbeit immer gemacht? Also wir hatten auch einmal, glaube ich, 80 gemacht sogar.
Ja, bei 3 Minuten, gell? Und wie viel bei Cash Pizza, hast du jetzt eigentlich? 400 oder 500 irgendwas, glaube ich. Okay, okay. Achso, übrigens, Leute, drückt mal ein Like hier rein. Es sind fast sogar 10.000 Likes auf den Stream. Voll krass eigentlich. Oh, Leute, wie lange streamst du? Warte, du fährst an mir vorbei. Wo bist du? Hier. Ja, ich stream jetzt schon 1 Stunde 46. Ich habe mir gerade ein paar Gnocchi reingehauen. Mit Knoblauch und Rucola. Vegetarisch. Sehr lecker. Kann man sich mal fetzen. Hält sich fest? Ja. Yeah. Dann werden wir jetzt einfach Pizza ausliefern, extrem machen. Ich glaube, dann haben wir dann auch extrem schnell das Geld drin. Ha! Ja, klar. Ja, die Leute liken jetzt übelst rein. Hast jetzt 1000 Likes mehr. Gern geschehen, Roman. Kein Problem. Leute, like den. Oder warte mal. Sprengt den Like-Button jetzt unter www.youtube.com/arizul@likebutton. Nee, so viele Leute haben den Kanal noch nicht abonniert. So und so viele Leute haben den Kanal noch nicht abonniert. Falls ihr tatsächlich ebenfalls zu den Nicht-Abonnenten gehört, abonniert jetzt den Channel. Diese YouTube-Werbung ist auch so. Und tretet der Gang bei. Leute, seid ganz ehrlich. Kennt ihr diese YouTuber, die in jedem Video immer diese Statistik zeigen, die so sagen, hey, 60% von unseren Zuschauern haben den Kanal noch nicht abonniert. Das kommt so oft vor, Alter. Das ist so, oh, ich kann es gar nicht mehr sehen. Vielleicht will ich den Kanal gar nicht abonnieren. So, wollen wir es mit dem Racecar machen? Ich mach schon mal. Nein, das schaffen wir nicht. Guck, die Leute das schreiben ja. Das ist zu kompliziert. Leute sagen ja. Und es ist, am Anfang war das ja okay, wenn man das sagt, aber es gibt manche YouTuber, die machen das jedes Video. Falls ihr noch nicht gesehen habt, 60% von euch haben noch nicht diesen Kanal abonniert. Falls ihr das habt, die verlieren. Die vergessen einfach zu sprechen. 10.000 Zuschauer, voll krass. Echt? Lässig? Ja, Wobbly's Life ist heftig. Wobbly Doubly's. Skr. Linus Sophie ist Mitglied geworden. Vielen lieben Dank. Schreibt mal in den Titel mit Lars. Vielleicht kommen dann noch mehr Leute. Nee, ich glaube, da kriegen wir weniger Zuschauer. Ach so. So, warte mal. Julelki ist Mitglied geworden. Black Loadout ist dazu gekommen. Und Lina Sophie auch. Nochmal alles Mitglieder. Vielen lieben Dank, dass ihr alle dazu gekommen seid. So, bist du im Auto? Ja, ich bin da. Bist du bereit, Gas zu geben? Mann, fast 10.000 Likes, Alter. Crazy. Likes. Like. Diese. Wenn du diese Video likest, dann kriegst du eine Banane. Los geht's! Komm rein! Warte, ich muss doch noch die Pizza nehmen. Oh mein Gott, ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Oh, jetzt habe ich sie. Okay. Schnell. Ist auch nicht weit. Ja, let's go. Go. Gas. Warte da. Warte mal, wie hat man nochmal für eine Pizza bekommen? $25, oder? Oh, Mist, ich habe die falsche Dings drin. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Falsche Facecam drin gehabt. Tut mir leid. So. Einmal hier die Pizzeria. Mama mia. Alter, 40. Stark. $40 in 2 Sekunden? Lass zur Bank fahren, nice. Alter. Let's go. Damit sind wir, Alter, damit werden wir Richie Rich. Wir sind so rich dadurch. Rich. Wo ist eine Bank? Eine Bank. Ah ja, direkt gegenüber vom Dings ist ja auch hier, gell? Ah ja, von der Pizzeria gegenüber. Rechts musst du. Nicht so schnell. Sonst verlieren wir unser Cash. Da ist doch gar keine Dings. Doch, hier war doch irgendwo eine. Nein, rechts. Muss mehr rechts fahren. Rechts. Wo ist rechts? Da ist andere. Ja, genau. Da, da war eine. Da. Und, alle, ja. Nein! Oh, das wäre jetzt krass. Das wäre so cool gewesen, hätte ich das so einzahlen können. So, einmal, hoppa. Einmal ein 20. Und nochmal ein 20. Okay, ab geht's. Steigen Sie bitte ein, junger Mann. Wir fahren los. 10.000 Likes! Meine werten Damen und Herren, 60% von unseren Zuschauern haben noch nicht den Kanal abonniert. So ein Running Gag einfach, gell? Aber so. Ist doch viel besser jetzt zu zweit, oder? Ja, damit krieg ich jetzt mehr Geld, das ist nice, ja. Komm rein. Warte, es ist voll schwer, diese Pizza zu grabben. Ach, guck mal, wie ich die trage, wie so ein Spaten. Okay, rein. Gas. Wie ein Spaten. Let's go. Aber diesmal 2 Minuten. Ah, ich weiß, wo das ist. Das ist bestimmt ein Krankenhaus. Dann müssen wir wieder diesen Fahrstuhl nehmen. Ah, ich hasse das Krankenhaus. Also nicht, weil. Verstehe mich nicht falsch, ne? Krankenhäuser sind gut, aber dort eine Pizza auszuliefern, ist halt schwierig. Oder ist es das radioaktive Werk? Kann auch gut sein. Das ist im radioaktiven Werk tatsächlich, Junge. Ich kenne mich da inzwischen so gut aus. Im radioaktiven Werk, oder? Ah, ich denke schon. Kurz eine Abkürzung genommen. Ich kenne mich aus. Wahrscheinlich. Ich als Abkürzung. Deliveroo.
Dirt. Oh, das ist sogar auf der anderen Insel einfach. Ich schaue so lange in den Chat rein, was die Leute schreiben. Wir können... Da hat einfach einer geschrieben, du Ehrenloser. Warum? Ich liefere hier einfach mit meinem guten Kumpel Lars ein paar Pizzas aus. Da ist doch nichts Ehrenloses dabei. Ich bin eigentlich nur hier mit in den Stream, weil ich fast eine Million... Oh, wie viel ist das? 50! 100. Alter, ich habe jetzt einfach 100 Dollar mit einer Pizza verdient. Der Pizza-Job ist einfach 1000... Ich hätte für diese 100 Dollar hätte ich 10 solche radioaktiven Fässer vorbeibringen müssen. Das ist ja richtig easy, so Geld zu machen. Ja, übel. Fahr mich zur Bango! Let's get ready to rumble! Willst du dir Dr. Auge kaufen? Ja, will ich. Der hat wirklich kaufen geschrieben. Ich kaufe ihn mir nicht. Ich kaufe ihn mir. Geh weg! Lars ist cool. Kannst du ihn bitte wegschicken? Stimmt, gute Idee. Nein, das hat er nicht geschrieben. Ich trau manchmal den Zuschauern alles zu, ey. Und man wird Millionär, Alter, wenn es wirklich so weitergeht. Wenn du wirklich jede 2 bis 3 Minuten immer 100 Dollar verdienst. Wie lange müssten wir... Okay, Mathe-Genies von euch. Wenn es jemanden gibt, der mir das gerade ausrechnet. Der Beutel kam einfach hierher. Wo ist denn der Beutel? Achso, der andere ist rausgeflogen. So, ein Mathe-Genie. Wenn wir davon ausgehen, wenn wir Millionär werden wollen hier in Wobblies Live und wir gehen davon aus, dass wir jede 5 Minuten 100 Dollar verdienen. Wie lange müssen wir arbeiten, damit wir 1 Million Dollar haben? Let's go. Jede 5 Minuten verdienen wir 100 Dollar. 100 Dollar. Wie lange müssen wir arbeiten, damit wir 1 Million haben? Leute, rechnet es durch und schreibt es uns rein. Wir brauchen ein paar... Alter, wusstest du, Lars, wie viele Leute wir im Chat bei uns haben, die sich für das Universum und die Marslandung interessiert haben? Das ist unglaublich, Mann. Gestern, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir haben es gerade eben im Livestream angesprochen gehabt, aber gestern war die Marslandung vom 2. Rover der NASA. Und, von der NASA? Ja, nicht vom Dings, nicht von Elon Musk? Nein, von der NASA. Von der NASA. Und die haben tatsächlich einen Mars-Rover wieder auf den Mars geschickt. Und wir haben uns Bilder vom Mars angesehen. Jetzt müssen wir was Schlimmes machen. Los, festhalten. Ich halte fest. Ich bin drin. Ich hab mich sogar am Auto festgehalten. Ne? Alter. Oh mein Gott. So, da hat einer geschrieben, da hat einer einfach 200 Minuten geschrieben. 200 Minuten? Auf gar keinen Fall verdienst du da 1 Million, oder? Einer hat geschrieben 5000. Mann, steck aus, aus. Ich kann nicht, ich steck fest. Steh auf. Irgendwie konnte ich auch nicht stehen bleiben gerade. Bitteschön. So, das sind nochmal 40 und das ist auch nicht schlecht. Ist auch okay. Ja. Wo ist denn jetzt hier noch ein... Guck mal, ich mach einfach alles kaputt, gell. 10.000 Minuten würde man brauchen, schreibt so, einer. So, gell. Ich kann sicher auf 10.000... Da schreibt einfach einer 25 Minuten. 3 Tage? 125.000 was? Äpfel, Birnen, Ziegen? Das ist so richtiger Mathelehrer, gell. Okay, weiter geht's. Komm, let's go. Let's get it. Pizza rolling, man. Okay, 10.000, 5 Stunden. Also, ey, Leute, schreibt, weißt du, ich habe jetzt gerade bei Matheaufgaben, habe ich gemerkt, da gibt es verschiedene Leute. Es gibt Leute, die rechnen wirklich. Da gibt es Leute, die schätzen einfach nur. Da gibt es Leute, die richtig schlecht schätzen. Und dann gibt es noch welche, die einfach sagen, rechne doch einfach selbst. Es gibt so viele verschiedene. Hey! Ich dreh. Oh. Bin einfach fast gegen die Hecke geflogen. Hack, Mac, Paddy, Whack. Also, 10 Stunden. Ich hätte auch 10 Stunden gesagt, vielleicht. Aber 10 Stunden alle 5 Minuten. Warte, ich kann es doch auch ausrechnen. Soll ich mal ausrechnen? Oh Gott, wenn du... nein, wir müssen Pizza ausliefern. Wir können nicht rechnen. Mein PC hängt, wenn ich den Taschenrechner aufmache. Hör auf, den Taschenrechner zu haben. Ich komme jetzt mit der Pizza, Mann. Wir müssen liefern. Ich glaube, wir müssen wieder da ins Atomwerk. Liefer. Egal, fahr da einfach hin. Ich halte einfach fest. Das sind jetzt... Wir haben nämlich schon fast die 1000, Mann. 1000 Dollar! Neben einer also, Abkürzung durch einige schreiben 5 Stunden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es 5 Stunden sind. Weil jetzt, okay, ich rechne jetzt mal mit dem Kopf. So, wir gehen mal davon aus, pro Stunde, wie viel verdient man da? Das heißt also 30 mal 100, okay? Sind 3000, die du in der Stunde verdienst. 3000 mal 24, wie viel ergibt es? 3000 mal 24, schätzen wir mal. Sag doch, mach doch einfach 3 mal 24 und dann hängst du noch ein paar Nullen dran. 72, okay? 72.000. 72.000 pro Tag. Das heißt also, man braucht 72.000 pro Tag, jetzt mal hochgeschätzt einfach.
70.000 pro Tag, so circa, ich würde so schätzen, kannst ja jetzt eine Million 15 oder 16 Tage Arbeit. Ja, du kannst, aber durchgängig, durchgängig 15, 16 Tage Arbeit, oder? Ist das nicht so? Wir brauchen es in Tagen. Du kannst auch einfach eine Million geteilt durch 72 rechnen, dann weißt du es auch circa. Eine Million durch 72? Ja, dann weißt du auch circa, nein, wie viel Tag. Na klar. Nein. Weil wenn du wenn du an einem Tag in 24 Stunden 72.000 machst. Was lauschst du? Hast du überhaupt gelernt oder was? Ich hab recht und du willst jetzt mich hier wieder als Depp. Ich rechne dir das hier gleich im Livestream vor, wie lange man braucht. Wir machen jetzt Rechnen mit Roman. 15 Tage, schreibt da einer. Ja, guck, 20 Tage so in die Richtung, das sage ich auch. 14, 20 Tage durcharbeiten. Ne? Mit einem Stunden, mit einem 5-Minuten-Lohn von $100. Oh, da geht's runter, okay. Boah, das habe ich nicht gesehen. 5-Minuten-Lohn. Alter, das wäre so cool, wenn man jede 5 Minuten $100 verdienen würde. Das wäre so oder cool. Oder du verdienst einfach 60 Sekunden die Minute. Du musst mich noch zu einer Banga fahren, gell? Weiß ich, du musst vorsichtig fahren, ich kann mich nicht mehr festhalten. Ich bin ohnmächtig im Auto. Bist du eigentlich gerade wie ein Kidnapper? Nur ein Cool. Da hat einer geschrieben, 14 Tage, 2 Stunden, 45 Minuten und 15 Sekunden. Angeblich 15 Sekunden. Der hat einfach mit der Atomuhr gerechnet. Links, links, zur Tanke, ich muss zur Tanke. Ja, ich drehe. So. Können wir zur Tanke Geld abgeben, wenn ich hier drauf stehe? So. Ich kann diese Geldbeutel da nicht rausholen, weil die so flach sind. So ein 50-Dollar-Geldbeutel, der ist halt nicht so prall, weißt du? So, was willst du jetzt machen? Ich glaube, ich kann da trotzdem Geld abgeben, oder? Nein, du! Alter, ich komm da echt nicht rein, bitte! Bitte! Bitteschön. Ding! Wie viel okay, fehlt 826. Ich brauche nur noch ein bisschen. Eine Million Jahre. Alles klar, durchgefallen. Ja, so 14. Einer hat einfach geschrieben, ganz easy: 14 bis 20 Tage. Klar. Jetzt müssen wir noch Urlaubsgeld dazu rechnen. Wollen wir das noch als Komponente mit reinnehmen? Oh, Junge. So. Ich nehme den nächsten Job an. Bist du bereit? Ja. Oh ja, ist eine Doppelpizza. Let's go. Ich glaube, das könnte ein Dingsjob werden. Das könnte ein Krankenhausjob sein. Babys. Wuppa! Rein. Wuppa. So, okay, let's go. 34 Tage. Okay, jetzt hört auf, Tage reinzuschreiben. Ich rechne gleich selber. Da ist alles so ein bisschen shady bei euch, die Antworten. Manche schreiben so, eine Minute. Eine Minute, eine Minute. Oh, das ist Polizei. Das wäre echt cool. Wow, Polizei! Ah, Polizei ist voll leicht abzuliefern. Das ist einfach die Frau. Weißt du noch, als ich die hier in den Knast gesteckt habe? Nein. Das war klasse. Ein Schluck auf jetzt. Yo, Polizei, was ist das? Nur 80? Normalerweise doch 100. Oh mein Gott, die machen Polizei Dings. Polizei ist gierig. Polizei macht Auge. Die Polizei ist gierig. Okay. Creeper Deluxe, 5,49 €. Vielen lieben Dank. Und davor nochmal eine weitere Spende von 21,99 €. Vielen lieben Dank, Creeper Deluxe. Entschuldige, dass ich deine vorherige Spende nicht gesehen hatte. Aber jetzt habe ich sie gesehen. 10 Tage mehr mit Urlaubsgeld. Ah, okay. Hoppa. Boah, Junge, hast du den Drift gesehen? Das war gerade ein heftiger Drift. Und weiter geht's. Junge, wir sind inzwischen, wir arbeiten jetzt wie Maschinen schon inzwischen, Mann. Ja, Lars, wenn es mit YouTube reinfahre. Nichts wird, werden wir halt einfach Pizzalieferanten. Ey, das ist ja so witzig, Mann. Stell dir vor, du und ich, hä, auf der Pirsch gemeinsam nach hungrigen Mäulern. Let's go. Okay, ich hab die Pizza, Mann. Aber es ist nur eine diesmal, es ist keine große Bestellung. Baller rein. Ich glaube, es ist Einkaufszentrum. Oh, bitte fahr nicht hoch, bitte fahr nicht hoch, bitte fahr nicht hoch. Nee, ich fahr nicht hoch. Alles gut. Wir haben nur eine Minute. Da! Wow. Drift! Mit Absicht! Ganz kurz. Roman, hast du einen Führerschein? Nein! Nein. Roman. Oh mein Gott! Da! Wo bist du denn durchgefahren? Was stimmt nicht mit dir? Machen wir aber. Fahren! Ich mach Dings einen Hechtsprung. Und. Pizzalieferung! Sie ist da! Sie ist da! Hier! Nehmen Sie sie! Oh! Oh nein! Gott! Nein! Oh. Wir kriegen kein Geld dafür jetzt. Wir kriegen doch so 10 Dollar oder so. Geh weg da! Oh, 20. Ja, okay, gut. 40 ist okay. 40 ist okay, ja. Aber es ist kein großer Auftrag gewesen. Nee. Na, ich häng fest an dieser Pizzascheibe oben. Weg da!
guck mal, die Fahrer, die da sitzen, so, der hat so ein Bart wie so ein Samurai. Ja, weißt du? Das ist echt so ein Samurai-Bart. Lol. Es wäre schon witzig, wenn man bei Wobbies Live einfach einen Führerschein machen müsste. Guck mal, ich bin für dich Scheinwerfer. Hinten. Danke. Da siehst du ein bisschen mehr. Pizzeria Mania da lang. Ja, du musst über die Brücke da vorne wieder fahren. Hey, gut, die geht doch gerade wieder runter. Da müssen wir kein Risiko eingehen. Wie war es, als ihr den XXL Flummi-Ball gemacht habt? War ganz lässig eigentlich, oder Lars? Ach so, ja, stimmt. Schönes Ding. Oh, schön, danke, dass du mich wieder unsichtbar. Einfach direkt unsichtbar. Diesen Baum mitgenommen hast. Wuppa. Mann, diese Säcke da rauszuholen. Leute, checkt mal übrigens die Tischvideos ab, falls ihr nicht reingeschaut habt. Das riecht nice. Kriegst du hin? Ja, ich gebe ab. Ja, 946, gib Gas. Achso, und Dings, wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, weil ich bald 1 Million Abonnenten habe. Ja, man, Lars ist hier nur in den Dings in Livestream gekommen, kurz Werbung machen so mäßig. Aber also Leute, abonniert Lars oder so, gebt einfach auf YouTube ein, Lars oder so, abonniert einfach alle. Wenn jetzt 10.000 Subs reinkommen, dann fehlen mir nicht mehr so viel. Was denn? Richtiger Gammler bist du. Jetzt fahr deine Pizza weiter aus. Ich will dich nur daran erinnern, als du damals fast 1 Million Subs hast, hast du genau das gleiche gemacht. Ja, es war meine Taktik. Also Leute, abonniert alle meinen Kanal, Lars oder so heiße ich. Lars oder so. Abonniert wir den brauchen, alle. Wir brauchen like die... Au, oh, Mann! Fahr jetzt auf die ganze Gegenwende zu fahren. Du konzentrierst dich die ganze Zeit nur auf Werbung machen im Stream, aber du sollst nicht... Oh mein Gott. Schnell. Okay, ich muss kurz hoch. Jetzt muss ich den Fahrstuhl rufen. Komm schon. Los. Schaffen das. Aber die Leute abonnieren mich natürlich. Gell, Gott. Leute? Ich treff diesen Knopf nicht! Komm, jetzt okay. Rein, der Letzte, der mich abonniert, wird gegrüßt. Boom! Da ist... Drück den Knopf! Du kleiner Knopf! Drück da jetzt drauf! Ja! Okay. Oh mein Gott, ich habe noch 45 Minuten. Sekunden. Wo ist diese Bestellung? Das war doch hier, oder? Hä? Ist das oben überhaupt gewesen? Oh, da ist sie! Da, das ist die Kranke, ja. Die bestellt immer bei uns Pizza. Keine Ahnung, okay, wie sie das immer macht. Oh nein. Ich habe einen Geldsack hinter einer Wand verloren. Ah, jetzt habe ich ihn. Diese Geldsäcke sind so schwer immer zu halten, die sind so flach. Jemand hat geschrieben, Lars darf kein Auto fahren, er hat gar keinen Führerschein. Das stimmt. Das sieht man, auch an, an deinem Fahrstil. Lars streamt auch gerade unter der Brücke. Achso, falls ihr schon abonniert habt, dann mach ich einfach einen neuen Kanal und abonniert einfach nochmal. Hauptsache 1 Million Abonnenten. Ich kann das sehen, wer mich abonniert. Und ich habe auch eben schon gesagt, der Letzte, der mich abonniert, wird gegrüßt. Was würdest du jetzt machen, wenn die Leute auf einmal deabonnieren? Ja, nix. Sollen sie es halt machen. Aber sei ganz ehrlich, dann wärst du schon ein bisschen traurig, oder? Schlimm wär's, manchmal gibt's ja diese Abo-Löschung. Schlimm wär's, wenn du so 1 Million Abonnenten erreicht hast. Und dann löscht YouTube auf einmal die toten Abonnenten, gell? Oder die Leute, die halt nicht aktiv sind. Das wäre so gemein. Musst du nicht, ich habe schon abgegeben. Im Krankenhaus war ein Geldautomat. War Dings gerade. Routine schon, Routinearbeit. Das ist Dings Stückzahl, die wir hier gerade fahren. Alter, direkt vor die Haustür gefahren, Mann. Okay, let's go. Gern geschehen. Danke, Mann. Oh, es ist eine Alien-Auslieferung. Okay, jetzt musst du Gas geben, Mann. Das ist ein $100-Job. Such den Alien. Aber der fliegt hier rum. Ja, warte. Irgendwo muss es... Hinter uns. Wo? Wo ist das Alien? Da. Los. Du musst das Alien. Du musst ihm hinterherfahren. Es ist eine Alien-Pizza-Auslieferung. Die beste. Oh mein Gott. Der ist direkt da. Da. Komm, du schaffst es, Lars. Gib einfach Gas. Leute, wir müssen dem Alien eine Pizza ausliefern. Das ist der letzte Job, bevor wir $1000 erreicht haben. Wild! Okay, komm. Wenn du es schnell genug schaffst, können wir jetzt schon abliefern. Nee. Geht weiter. Oh Mann, diese Alien-Auslieferung ist immer so schwierig. Aber die sind auch so schwer zu kriegen. Ja, Mann, die sind richtig schwer zu kriegen. Jetzt darfst du halt nicht mehr gegen die Bäume fahren. Mach ich nicht. Und pass immer auf, dass du Brücken nimmst und nicht über Löcher sprengen. Aber weißt du, der war ja innen schon in Dings. Wo? Der war ja schon.
Der war ja schon im Laden drinne, so. Der hättest du schon abgeben können. Ja gut, aber ich wusste nicht, dass der einfach so im Laden... Der wollte für Takeaway eigentlich machen, gell? Jetzt ist er Dings... Oh Mann, der fliegt so weit weg! Der fliegt wieder auf den Berg, Lars. Kannst direkt auf den Berg fahren, glaube ich. Ja, ich glaube auch, dass da das Dings ist. Hoffentlich bleibt der jetzt ab. Vielleicht kann er auch einfach stehen bleiben. Jetzt hätten wir eigentlich das Raketenauto gebraucht. Ja, stimmt, das Raketenauto. Aber dann kann ich die Pizza halt nicht perfekt halten. Sorry, die krasse Krabbe Pizza. Aber wir haben unendlich Zeit, also es ist eigentlich egal. Hey Lars, weißt du, was ich mir für Socken gekauft habe? Ja. Die fast originalen SpongeBob-Socken, Alter. Yo, der hat einfach einen... Hast du gesehen? Nee. Der hat einfach einen Van da gerade hochgehoben und weggeschmissen. Was geht ab? Der geht ganz nach oben. Wollen wir eigentlich was spoilern wegen Dings, Musik und so? Ich habe schon von Musik erzählt. Ach so. Am Anfang des Streams habe ich schon ein bisschen was erzählt. Also nee, ich habe nichts gespoilert. Ich habe nur gesagt, dass es der krasseste Song sein wird, der überhaupt noch rauskommen wird. Und dass selbst die Eltern der Zuschauer den cool finden werden. Und die Eltern werden dann die Kinder fragen, ob die zusammen aufs Konzert zu uns gehen können. Das habe ich gesagt. Boah, das wäre heftig. Das wäre heftig, oder? Ich habe auch schon überlegt, weil die haben dann schon viele Tracks zum Performen. Ja, Mann, wir können mal ein richtiges Konzert machen und ein Tischvideo. Dann haben wir doch eine coole Performance, oder? Ein Tisch? Die haben einfach einen Unfall gebaut hier, gell? Ja, Mann, das war gerade echt. Das könnte doch vielleicht daran liegen, dass die sich auf einen Alien konzentriert haben. Alter, ist das weit nach oben. Kann ich da lang? Umarmung an alle. Roxanne zockt. Umarmung geht zurück, meine Liebe. Danke dir für deine Nachricht. Süß. Da, er ist in der Mitte. Ja, wir sind gleich da. Da, fahr einfach aufs Eis drauf. Soll ich einfach crashen? Ne, geh mit dem Auto, fahr mit dem Auto einfach direkt rein. Wir können mit dem Auto direkt reinfahren. Genau. Oh, du musst hoch. Wir müssen uns hochnehmen. Kann ich muss langsam. Doch, du musst vorsichtig, ja, genau. Langsam. Okay. Wir gehen hoch. Ah! Aua! mach! Ich geh! Die krasse Krabbe Pizza, sie kommt! Nehmt die Pizza, ihr Aliens! Nehmt diese Pizza! Nehmt mich mit nach oben! Beam mich hoch, Scotty! Beam mich hoch, Scotty, und nimm diese Pizza! Wo ist das Geld? Nice. Wo ist die Patte? Superman Delivery. Lass! Das Geld ist weggeflogen. Wir müssen, glaube ich, wieder zurück, weil da ist nochmal was Grünes unten. Ja, ich glaube, das ist das Geld. Weil das Geld, ich habe gerade gesehen, es war Geld im Spiel. Aber das Geld ist das ist weg. Vielleicht haben die Aliens einfach nicht bezahlt. Glaubst du, das waren Scammer-Aliens? Nein! Abzocker-Aliens. Abzocker-Aliens. Komm. Yo. Steig okay, ein. Jetzt fahr du mal. Steig ein, Bratanovic. Hier, guck mal, ich zeig dir, wie man Auto fährt. Zack, Linkskurve. Woppa! Und in den See rein. Crazy. Crazy Drift. Jemand hat in den Chat geschrieben, 11 Euro Wasser. Einfach a Statement. 11 Euro Wasser. Wo ist denn jetzt nochmal diese Flagge gewesen, die unser Geld anzeigt? Keine Ahnung, es war einfach weg. Where's the money? Aber ich sag dir, die Aliens haben uns gescammt. Du willst mir sagen, dass der letzte Auftrag, den wir jetzt gemacht haben, von Scammer-Aliens war? Das akzeptiere ich nicht. Ich glaube schon. Oh, fast. Versuch zwei Grüße, Demorio, Sean und Aaron. Meine Söhne freuen sich. Alles klar, JS, danke dir für 5 Euro. Was steht da? Abonniert alle Lars oder so? Oh, nett, dankeschön. Lars, danke, der Eigenwerbenkönig. Lars, es kann nicht sein, dass wir unser Geld verloren haben, Mann. Die haben einfach, einen Scam gemacht. Ihr Scammer, Dino. Aber es ist doch... Das ist... Nein, kommen wir darüber? Ja. Oh Mann, ich fühle mich jetzt ein wenig hintergangen. Wollen wir einen anderen Job machen? Komm, lass... Oh, ich weiß, was wir machen. Also Leute, wir machen einen anderen Job, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das ist zu viel. Zu viel des Guten. Warum fährst du da durch diese enge Lücke? Weil das einfach meine Lieblingslücke ist. Danke, Mann. Danke. Komm, wir holen lieber jemanden im Krankenwagen ab. Wir haben ja gerade eben hier eine Pizza eingeliefert. Jetzt können wir auch einen Job hier erledigen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Das war sogar einer der ersten Jobs, die wir gemacht hatten. Weißt du noch? Kick mal aus dem Weg! Einfach so ein Räuber.
So. Hey there. Hi there. Let's go. Also. Warum macht die so ein Hula-Hoop-Ding als Klamotten? Okay, los, wir müssen loslesen. Ich fahr. Was ist das hier? Wow. Lars, steig ein. Wum, wum, wum. Okay. Willst du dich festhalten? Damit das alles so ein bisschen Miami Vice-Vibes hat. Das ist voll die coole Musik. Ja. Jetzt müssen wir nur noch überleben. Ja, Mann, wir müssen echt überlegen. Überleben. Ich glaube sogar, dass die Ambulanz einer der schwierigsten Jobs in Warbly's Life ist. Oh, Mann. Du hast mich verloren. Ja, du musst... Warum steigst du nicht einfach rein? Steig einfach rein. So. Da bist du drin, weißt du? Oh. Junge. Ich fahr gut. Ich fahr glatt. Glatt Gang. Leute, wo ist die Glatt Gang? Seid ihr glatt oder seid ihr platt? Schreibt es uns in den Chat. Die Leute lieben das. Ich bin platt. Hä? Wo ist denn das überhaupt? Am Atomkraftwerk, maybe? Nee. Oh mein Gott. Das ist auf der anderen Insel, Mann. God damn. Oh, oh. Okay, ich weiß, wo wir langfahren müssen. Wabba! Wupp. Kurzen Salto. Oh, kleine kurz mal Pirouette. Einen Breakdance hingelegt. Ja. Ein kleinen Breaky. Kleine Break zwischendurch. Die Leute sind glatt. Die Leute sind glatt im Chat. Guck mal, das ist der letzte Job, den wir machen. Oh. Mann, ich schwöre, die Bremsen müssen neu an. Mann, reden das Ding lenkt auch nicht mehr, gell? Ich kann auch nicht mehr reden, ich kann gar nichts mehr. Eva? Egal, wir schaffen das jetzt. Wir müssen ja nur noch zurückkommen. Pass auf, wir machen ganz simple Sache gleich. Ich halt an, das ist ein Arbeitsunfall gewesen. Ich habe noch gar nichts getrunken, fällt mir auf. Oh, gut. Dann musst du eigentlich stay hydrated machen. Leute, trinkt mal jetzt alle einen Schluck Wasser, bitte. Das ist für eure Gesundheit. Ja, aber das liegt halt da dran, ich habe nie Zeit. Schieb die rein. Das ist ja eine Königin! Das ist einfach eine Königin, Mann! Schieb sie rein! Ich mach auf! Schieb rein! Nein, du musst anders! Ich geh. Ja, genau! Bist du drin? Wo ist sie denn? Wo hast du die denn hin? Hier, mach du! Oh Mann, wie geht das denn? Du greifst sie! Komm, schieb sie rein! Rein damit! Aber jetzt, so. Aber jetzt, so. Jetzt haben wir's. 1 Minute okay, 50. Schnell, schnell, schnell. Die Frau liegt im Sterben. Wow. Down. Und dann nimmt er die Kurve. Wow. Und noch eine Runde. Und noch eine Runde. Einfach Diana, willkommen beim Team nochmal. Vielen lieben Dank dafür, dass du Mitglied geworden bist. Super klasse. Heute viele Team Mitglieder. Normal. Ja, keine Ahnung. Ich habe dem Ding Team Normal gegeben. Ich weiß, es ist nicht der beste Name. Leute, habt ihr vielleicht einen besseren Namen als Team Normal? Dann ändern wir Team das unnormal. Ab. Team Unnormal. Team Dumbo. Stell dir vor, die Leute würden 5 Euro bezahlen, um Dumbo zu sein. Ich liebe es, ein Dumbo zu sein. Ah! Okay, wir haben noch 1 Minute 14. Ja, wow. Easy. Aber ich glaube, wir müssen die noch reinbringen, gell? Ich weiß es nicht. Doch, ja, doch, müssen wir. Stehen bleiben. Stehen bleiben, hör auf. Nein, alles gut. So. Mach auf. Aufmachen. Ich bin hier eigentlich in der falschen. Schieb sie raus, los. Flieg sie nach Hause. Alter! Ja, Mann! Los, Lars, schnell! Schieb sie ins Glück! Los, ich krieg's nicht hin. Drück sie rein! Da, wo muss sie hin? Da hier. Zur Frau! Schieb Nimm sie dahin! Ja! Oha! Hospital-Outfit! Outfit? Hä, das haben wir noch nie geschafft, Lars! Gib mir dein Geld! Gib du mir mein Geld! Hier, gönn dir. So, gib mir das Geld. Hospital-Outfit, ich will sehen, wie das aussieht. Wollen wir uns mal anziehen? Komm, wir gehen gleich mal anziehen. Lass mal shoppen. Oh, Leute, check mal diesen Bank-Account! Wie viel hast du? 1,1K! 1,1. Ja, Mann. Leute, wir haben es geschafft. Dafür eine Runde Applaus in den Chat möchte ich sehen. Und so lange trinke ich jetzt ein bisschen Wasser. Das hol dir auch ein bisschen Wasser. Ich hol mir auch kurz ein Wasser. Bis gleich. Du hörst dich trocken an. Leute, war das gerade wild. Wir haben $1,100. Wild. Das ist richtig wild. Wir haben hier ein neues Mitglied nochmal reinbekommen. Wir checken mal ab, was wir hier nochmal reinbekommen hatten.
Julelki ist die ganze Zeit schon Mitglied hier. JS haben wir schon vorgelesen. Und Pascal, der Gamer, neu hier in die Truppe reinbekommen. Hier haben wir nochmal Applaus im Chat. Ganz viele Smileys mit schlagenden Händen. Klasse, Leute, ihr kennt es. Immer die klatschenden Hände. Applaus ist nichts. Applaus, das soll man nicht benutzen. Lieber die klatschenden Smileys. Heute haben wir was geschafft. Heute war es klasse. So. Das Ding ist, jetzt haben wir $1000. Jetzt sind wir eigentlich fertig. Guck mal, wir haben gerade mal 2 Stunden 16 Minuten gebraucht und jetzt sind wir schon richtig, richtig aufgewärmt. Ich liebe es, ein Dumbo zu sein. Hier, schaut euch das an. Schaut euch mal die Spende an, warte. Ich schau rein. Wo war's? Schaut, wie viele Klatscher. So hier. Anthony Döring schreibt, ich liebe es, ein Dumbo zu sein. Da ist ein weiterer in der Dumbo-Gang. Warte, wir haben hier nochmal ein Mitglied reinbekommen. Mandy Hammer, willkommen zur Dumbo-Gang. Wo kann man das herunterladen? Wobblies Live ist ein Spiel, was es bisher nur auf Steam gibt. Ist allerdings gerade in der Phase dazu, auf PlayStation und sonstigen Sachen rauszukommen. Deswegen, Leute... Warte, Roman, ich bin gleich wieder da. Boah, ich muss gerade voll rülpsen. Wobblies Live kommt auf jeden Fall auf der PlayStation, auf der Xbox raus. Dauert noch ein bisschen, aber wird auf jeden Fall noch rauskommen. Huh, das war gerade richtiger Rülpser, du. Könnt ihr gleich Müllmann machen? Ja, jetzt gucken wir erstmal. Also, ich würde gerne einmal in den Crazy Store gehen. Ich bin mir nicht sicher. Wieder da. Also, ich bin mir nicht sicher. Hi, Lars. Willkommen wieder zurück. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir sind sogar jetzt hier fertig mit dem Livestream, Lars. Das war's. Willst du im Stream kaufen oder nicht kaufen? Nee, das machen wir eigentlich im nächsten Video. Kaufen wir dann Sachen frei. Das heißt, eigentlich der Stream war jetzt schon 2 Stunden 18 Minuten. Das war so schön und so lustig. Aber für heute sind wir... Für heute ist leider jetzt schon Schluss. Ich hänge mich einfach ans Schild. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Nächstes Mal machen wir Karaoke. Nächstes Mal machen wir Karaoke-Laden. Wir machen einfach einen Laden auf, gell? Oh. Okay, Party People. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit hier auf diesem Livestream. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren, schönen Freitag. Wochenende. Genießt das Wochenende, schaut Arizul HD Videos und... Abonniert meinen Kanal. Ja, hallo. Schaut auch bei Lars vorbei. Abonniert meinen Channel. Kurz vor 1 Million Abonnenten, der ist ganz aufgeregt. Ganz aufgeregt, der Junge ist das. Falls ihr den Livestream nicht ganz angesehen habt, Leute, schaut euch den Livestream nochmal von ganz Anfang an, dann habt ihr noch ein bisschen Content zum Gucken. Ich verspreche euch, ich werde in Zukunft versuchen, mehr Livestreams für euch zu machen, weil uns das auch ganz cool gefallen hat. Ich glaube, es war gerade auch witzig für dich, Lars, ne? Das war ja eigentlich ganz cool. Ja, ja. Und ich glaube, wir werden öfters Livestreams machen. Deswegen danke an alle Mitglieder, danke für eure Zeit. Schaut auf jeden Fall unter shop.arizul.de vorbei. Dort gibt es coole Plüschtiere, sehr viele coole andere Sachen. Folgt uns auf Twitter, auf Instagram, obwohl wir dort nicht sehr viel machen, aber auch egal. Ja, ja, tu jetzt nicht so. Du hast heute einmal eine Story auf Instagram hochgeladen. Mehr hast du nicht gemacht. Gestern auch? Gestern auch? Ja, ich bin voll aktiv da und so. Von deinen Katzen oder was? Ja. Geht's noch? Okay, Leute. Wir sehen uns. Euch ein wunderschönes Wochenende. Haut rein. Das war Lars. Das war Roman. Und denkt dran. Holt euch pinke Schuhe. Hast du pinke Schuhe an? Ja, Mann. Willst du mein Outfit mal sehen? Warte mal. Ich mach nochmal kurz im Livestream Outfit. Warum trägst du deine Schuhe in der Wohnung? Weil ich mich da wohler fühle beim Stream, muss ich sagen. Ich trage immer Schuhe. Ja. Ich trage Schuhe beim Stream. Das ist komisch. Okay, ja. Okay. Ja, schon. Ja. Ich guck mal, ob ich hier Filter. Mach ich mal aus. Hier. Check this. Das Outfit. Outfit of the day. OOTD. Not bad, not bad. Look at this, man. Way yo, way yo. Way yo. Und hier die Socke. Denkt dran, Leute, die Socke. Alle, die den Livestream von Anfang an gesehen haben, wissen Bescheid. Das Oberteil ist ganz geil eigentlich. Ist cool, gell? Ja, gefällt you mir. You wish, you had. You wish. Leute, wir sehen uns. Haut rein, Leute. Tschüss, tschüss. Ciao, Leute.